Oh, hallo und herzlich willkommen zu den Couchmasters. Heute PlayStation All-Stars, das zweite Qualifikationsrennen. Wir haben ja heute ein paar mehr, sind schon wieder live hier und fahren heute, wie gesagt, PlayStation All-Stars, also auf der PlayStation. Ich bin nicht alleine, ich habe nämlich heute wieder Gott sei Dank Unterstützung von Philipp. Ich glaube, er ist auch schon am Start. Bist du da? Ja, servus und guten Abend auch von meiner Seite wieder aus ein paar Ortschaften weiter meinem Regieraum. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu dürfen und bin gespannt, was es heute Schönes zu sehen gibt bei dem GT3 Qualifying-Rennen. Ja, bin ich auch absolut gespannt. Wir sehen ja quasi bis zum großen Update, wir hatten ja die ganze Zeit das Problem, oder was heißt das Problem, oder wir hatten das Glück, dass PlayStation 4 und PlayStation 5 zusammenfahren können und es soll ein Update kommen am 22.02. und das verhindert das vielleicht, also das wissen wir noch nicht und von daher wussten wir jetzt auch nicht, ob wir nochmal eine neue Saison starten und daher glaube ich, ist es vielleicht besser, wenn wir keine Saison machen oder der Tim hat das ja auch mit entschieden, sondern quasi so Vorentscheidungsrennen und dann ein großes Finale machen und da den PlayStation All-Star quasi dann küren und das wäre dann auch ja am 22.02. das Finale, gell? Widersprich mir, glaube ich, du hast nochmal auch die Termine und bis dahin haben wir Ausscheidungsrennen und eins sehen wir heute davon und ja, ich glaube, ich muss mal ein bisschen leiser machen, ich bin ein bisschen zu laut, glaube ich, wenn das so richtig sehe, genau und ja, wir schauen auch gleich mal rein, ich weiß gar nicht, ob die schon unterwegs sind. Ja, die ersten Fahrer sind schon auf der Strecke im Qualifying. Aktuell sind es noch 17 Minuten zu fahren. Hm. Ist okay. Jetzt, warum auch immer, entweder ist noch keiner eine gezeitete Zeit gefahren, eine gültige. Aber so schaut das eigentlich auch aus. Die ersten sind jetzt auf ihrer aktuell gültigen Runde. Als erstes wird gesetzt die Runde von SimChris, also Christian Löbert. Ja, da ist er unterwegs. Ah, Danger Mouse am Start, Daniel, hi, Duddle Dave ist auch hier, Abendsam. Ja, ich bin jetzt gleich mal gespannt, Ausscheidungsrennen, beziehungsweise Qualifikationsrennen 2. Das erste haben wir noch nicht übertragen können, aber jetzt mit dem neuen Studio, wir haben es ja auch gestern schon gesagt, beim PC-Bereich. Und ja, jetzt warten wir mal ab, was heute passiert. Wir sind noch in der Qualifikation. Ja, ich habe vorhin, eigentlich wollte ich den Stuhl ein bisschen runter machen. Ich kämpfe gerade mit dem. ich kriege ihn nicht mehr hoch, nur noch runter. Ich sitze zu tief. Scheiße. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Ja, in der Situation ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, wer gewinnt. Das heißt, wir haben ja heute keine Pro- und AM-Aufteilung, ist das richtig, Philipp? Sondern wir fahren ja heute einfach, jeder darf mitfahren. Und wer eben die, weißt du, welche Positionen dann weiterkommen und wie das aufgebaut ist, die PlayStation All-Stars? Vielleicht kannst du uns das nochmal hier kurz erklären. Ja, und zwar ist es so, es laufen jetzt mehrere Qualifikationsrennen. Das sind alles in allem 4 Stück an der Zahl. 2 GT4 und 2 GT3. Und dann gibt es am 21.02. auf Paul Ricard das große Finale. Paul Ricard wird der eine oder andere noch von gestern kennen. Da ging es mal richtig zur Sache. Und jeweils die Top 5 der Qualifyings qualifizieren sich dann fürs Finale. Und natürlich auch da wird ein GT3-Rennen gefahren und ein GT4-Rennen. Sprich, beide Klassen. Beide Klassen. Rennen-Action, genau. Ja,
Das ist natürlich auch interessant, da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar auch mal, vielleicht haben sich die ein oder anderen gefragt, was ist GT3, was ist GT4? Da wollen wir euch auch später noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Das heben wir uns vielleicht noch ein bisschen auf. Ihr müsst mir kurz sagen, sieht so aus, als käme ich ziemlich laut rein. Vielleicht gibt es da draußen noch jemand, der mir da ein bisschen das dann sagen kann. So, ja, das ist natürlich immer ein Thema, was ist GT3, was ist GT4? Das wollen wir ja später nochmal sagen. Allerdings sind wir jetzt unterwegs in GT3, ne? Was die Leute genau, hier sehen. Genau. Genau. Heute ist die GT3-Klasse. Letzte Woche war die GT4 angesagt. Heute ist es GT3. Und nachher klären wir das dann auch auf. Wo liegen da so die ein oder anderen Unterschiede? Mhm. Und das erfahren wir dann später. Jetzt haben wir hier schon mal die ersten Zeiten gesetzt, was auch eigentlich schon recht interessant ist. Mhm. Mit Catalora eine 1:44.070 für die erste gezeitete Runde von ihm, die gültig ist. Und noch nicht mal mehr 0,4 Sekunden hinten dran Yoshimitsu. Also wenn ich die Abstände teilweise schon sehe, allein die Top 5 innerhalb von 2 Sekunden, das wird, glaube ich, wieder ein sehr spannendes Rennen und ich hoffe mal so mit dem ein oder anderen schönen Zweikampf. Ja, absolut. Ich bin auch, jetzt kriegen wir gerade den Hinweis, also ich bin auch gespannt, vom Daniel, der Spielesound fehlt. Spielesound, ich habe es wieder gesagt, das böse Wort. Danger Mouse schreibt, sag das nicht deiner Frau, was genau. Und ja, Kung Lee Gaming ist auch am Start. Wolltest du nicht heute auch was streamen, Kung Lee Gaming? So, ich arbeite noch ein bisschen am Sound. Ich gucke, dass ich den mal zum Laufen bekomme. Du warst ja jetzt auch gestern am Start, Philipp, in der im PC. Da haben wir das ja übertragen, ne? Und ja, genau. Da war ja auch viel Action auf der Strecke. Vielleicht willst du unseren Zuschauern nochmal erklären, wie es da lief, nochmal bei dir auch beim PC-Rennen, ob es da irgendwelche News gab. Wer will, kann das natürlich das Rennen nochmal angucken. Wir haben es jetzt hier nochmal auf Twitch und laden es dann auch auf unserem YouTube-Kanal hoch. Allerdings erstmal noch hier in dem Bereich. Ja, von meiner Seite aus, shame on me. Gut, es war eigentlich ein Rennunfall. Lief es gestern so nicht so ganz so gut für mich. Vorneweg sei gesagt, Paul Ricard, die Strecke in Frankreich, die liegt mir einfach nicht so sehr. Hab mich da nicht so wirklich wohlgefühlt und auch nicht so wirklich auf Zug gefunden. Das hat sich im Qualifying wiedergespiegelt. Da war ich so im letzten Drittel dann am Start. Und ja, den Start habe ich noch gut überlebt. Hab so die ein oder andere Kollision miterlebt und konnte mich noch vorbeischlängeln. Und dann irgendwann auf der Geraden nach circa einer halben Stunde war das ungefähr. Und nach 20 Minuten gab es dann vor mir eine Berührungssituation. Da ist dann ein Auto abgeflogen gegen die Bande, wieder zurück auf die Strecke und da bin ich dann halt mit drauf. Konnten leider nicht mehr so gut reagieren. Demnach hatte ich dann einen Schaden, musste dann in die Box und habe mich dann um die letzten Plätze von hinten so ein bisschen gekümmert und habe die mal im Zaun gehalten. Finde ich, muss man auch mal machen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch mal schlechtere Rennen und auch ein bisschen was Unglücklicheres. Jetzt leider Gottes hat es mich getroffen gestern. Den einen oder anderen Fahrer sicherlich auch. Da hat man immer wieder gelbe Flaggen gesehen. Die ein oder andere Ingame-Strafe wurde ja auch verteilt von den Stewards. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, es ist schon echt Wahnsinn, mit fast 50 Leuten auf einer Strecke zu fahren, wenn man es aus der PlayStation nicht kennt. Weil auf der PlayStation sind es ja maximal 20 Fahrer, die auf einer Strecke sind. Und beim PC sind es bis 50. Das war dann schon eine Herausforderung, weil man es einfach noch nicht so gewohnt ist. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Auch lustig gerade, Danger Mouse schreibt, wie kann man denn auf der Edenlangen gerade nicht wohlfühlen? Da zieht man immer einen Kaffee und legt noch einen Stein aufs Gas. Ja, kann man machen. Allerdings, den Stein würde ich nicht mitnehmen, oder Danger Mouse? Der macht doch langsam, ist doch Zusatzgewicht, oder?
Bin mal Ja, gespannt. Ja, daher also. lief mein Rennen jetzt gestern nicht so wahrlich, aber den Stream muss ich mir auch noch anschauen von gestern. Vielleicht nochmal so ein paar Szenen aus anderen Fahrfeldern mal rausgucken. Ja. Vielleicht bin ich ja wirklich nicht der Einzige, dem es etwas schlechter ging gestern. Nee, also ich kann es euch nur noch mal empfehlen. Also es war ja auch ein paar Szenen dabei, vier Autos nebeneinander. Das war schon eine richtige Nummer. Aber guck mal, von den Zeiten her haben wir jetzt den François gerade mit einer 1:44.070. Das ist natürlich dann auch eine richtig gute Nummer. Stört im Rig nicht. Naja, gut, ich habe jetzt an den realen Motorsport gedacht. Also von daher. So, ich glaube, jetzt müssten wir gleich den Sound haben. Wenn wir ihn überblenden, dann müssten wir gleich Sound von der Konsole haben. Natürlich, ja, im Rig kannst du natürlich alles mitnehmen, was du willst. Da bist du nicht zu schwer. Ja, Yoshimitsu ist ja auch wieder am Start hier. Gestern ja auch mit im Stream dabei gewesen. Jetzt aktuell gerade mit 0,117 Sekunden. Das ist ja fast gar nichts. Also, das Feld zieht sich immer näher zusammen. Jetzt sind schon die Top 8 unter 2 Sekunden Abstand. Also, und da sind ein paar Fahrer noch nicht gefahren. Tim Danke, hatten wir ja Nelly, vorhin fürs nochmal bei Folgen. uns kurz im Gespräch. Der hat ja gesagt, dadurch, dass er schon qualifiziert ist, startet er aus der Box raus. Und mischt so ein bisschen von hinten das Feld auf, dass die anderen vielleicht eher eine Chance haben. Aber auch von mir noch schöne bekannte Gesichter dabei. Daniel Schmeen, Angelo Ramazzotti. Mit dem Ronny hatten wir auch mal schöne Fights, egal ob im Training oder auf dem Rennen. Hayes Hunter, alles bekannte Namen. Immer noch schön, dass alle dabei sind und fleißig mitfahren. Tut einfach gut, sowas zu sehen. Auf jeden Fall kann ich auch nur bestätigen, wenn die halt mit alle dabei sind. Ja, danke nochmal für das Abonnieren, für den Daniel, der hat uns ja nochmal abonniert. Und wir haben auch gerade einen neuen Follow gesehen. Moment, muss jetzt gerade mal schauen. So, siehst du das drehende Rad oder wenn wir... Ja, bei mir wurde es eben angezeigt, das drehende Rad. Sehr schön drehend, sehr rund vor allen Ja, Dingen. dann haben wir immer wieder jemanden, der uns folgt. Nein, Jedi oder Nin-Jedi? Nin-Jedi? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vielen Dank fürs Folgen. Sehr cool. Ja, was Dattel Dave schreibt, hab auch nichts gesehen. War echt wild. Ninchet. Ah. Ninchedi. 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 Kung Lee tut uns aufklären. Ja, Kung Lee Gaming, der wollte ja auch gleich streamen. Der macht ja was ganz anderes, aber hilft uns ja auch immer hier. Vielleicht auch mal ganz interessant, wer noch technikaffin ist, weltraumaffin, der kann da mal vorbeigucken. Oder was würde denn heute. Ach, Ninjedi. Ah, Nin-Jedi. Wenn im Englischen Nin-Jedi? Oder wie könnte man sagen? Im Deutschen wäre es aber Ninchedi. Da ist er! Schreibt auch. Oder sie? Ich weiß es nicht. RCS, egal, wir Au, Christian gendern Löwe. nicht, wir sind alle Ja. gleich, wir sind alle Simracing verrückt und Motorsport verrückt, von daher, Definitiv. egal ob Männlein oder Weiblein, auch bei uns bei den Couchmasters natürlich, jeder ist herzlich willkommen. Aktuell haben wir ja schon die zweite Dame mit an Bord. Sprich, bei uns fahren auch die Frauen mit. Ja. Hinterm Steuer, also es ist jeder willkommen, es wird auch jedem geholfen, hier wird keiner gemobbt oder irgendwie belächelt, nur weil man männlich, weiblich oder divers ist, wie man es auch immer aussprechen möchte. Racing zählt hier, der Spaß am Motorsport, der Spaß am Simracing. Daher bei uns jeder willkommen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. Egal, jetzt geht's weiter. Ob PlayStation 4, PlayStation 5 oder PC. Genau. Egal ob Controller oder teures Simrig, alle Bandbreiten zählen, alle Bandbreiten sind bei uns herzlich willkommen. Da gibt es keine Unterschiede, jeder wird gleich behandelt. Ja,
Jeder wird, egal was er für einen Internetanbieter hat oder was, wird er gleich behandelt. Ja, so oder so ähnlich. Also, ja. Von uns zumindest, der Internetanbieter, das ist immer so eine Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Kamera mal abschalten soll. Ich muss mich echt um diesen Stuhl kümmern. Ich habe gedacht, ich gehe ein bisschen runter, bin total runtergesackt und jetzt kriege ich ihn nicht mehr hoch. Es ist recht tief. Es geht in die Knie, aber ich hoffe, naja, es wird auch so gehen. Dann streck die Beinchen ein bisschen aus. Naja, der Sitz ist ein bisschen tief, aber naja. Auf jeden Fall, ja. Was wir halt sagen wollen ist, wenn ihr da draußen seid und ihr habt Spaß an Simracing, und das war eigentlich die Grundidee von den Couchmasters, eine Serie zu machen, eine Simracing-Serie, die den Einstieg oder die Rennserie für jedermann, wenn man das sagen darf, also für jeden. Und das heißt, egal ob ihr Vorerfahrung habt oder nicht, ob ihr ein Gamepad habt, also sowas hier, ja, so wie ich gerade die Konsole bediene, sogar mit Markierungen und so weiter, oder ein Lenkrad, und ob das ein Einstiegslenkrad ist für 200 Euro oder eins für 20.000 Euro, spielt keine Rolle, ihr werdet bei uns alle einen Platz finden. Deswegen machen wir auch ein bisschen die Unterteilung in Pro und AM, dass ihr auch einfach den Spaß habt. Es geht nicht da, dass wir sagen wollen, hä, ihr könnt nicht so gut und bla, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, wenn ihr jetzt neu dazukommt und euch fahren die Leute um die Ohren und ihr habt nie eine Chance, vorne mitzufahren, dann ist es auch demotivierend. Und wenn ihr dann natürlich eine Chance habt, mal vorne mitzufahren, weil euch alle im Level ähnlich schnell sind oder gleich schnell sind, das ist dann natürlich toll, weil ihr auch dann Erfolgserlebnisse habt. Und wir haben ganz viele, die mit so einem Gamepad angefangen haben und mittlerweile eine richtige Ausrüstung haben, bei uns im PC in der Pro-Klasse mitfahren, also da richtig schnell unterwegs. Und das ist halt die Sache, die wir wollen. Wir machen ja auch diese Rennschule. Wir haben ja am Donnerstag die Ausgabe 1 mal gestreamt. Wir haben vor längerem das schon mal gestreamt. Aber jetzt auch nochmal gemacht im PlayStation, wo der Tim ja auch nochmal erklärt, wo lenkt man ein und. Ihr kriegt da die Fragen beantwortet, wie stellt man das Auto ein. Also bei uns ist es nicht so, du kommst und es ist ein erbitterter Kampf, der ist natürlich auch da, jeder will Meister werden. Aber wir werden trotzdem, oder auch die Fahrer, man merkt das, wenn ihr Fragen habt, ihr kriegt die beantwortet. Und trotz des Siegeswillen und des Durchziehen, gibt es trotzdem die Hilfe von anderen. Das heißt, hey, wie stelle ich den Flügel ein oder was für einen Luftdruck? Natürlich kriegt ihr da auch alles gesagt. Und das hat schon jedem immer gut gefallen bei uns in der Community. Und da sind wir auch angesehen mittlerweile und haben auch einen Namen. Wenn ihr Bock habt, mal reinzusteigen, kommt auf die Trainingsserver, kommt ins Discord rein. Wir sprechen mit euch, ist alles kein Thema. Also, wenn Interesse da ist, schaut einfach vorbei. Ihr könnt euch vorab schon mal informieren auf www.couchmasters.de. Dort findet ihr alle Links, weil wir sind auch im Social Media. Das wäre eine ganz tolle Sache, wenn ihr uns da unterstützt. Und zwar den Instagram-Kanal abonniert. Wir sind auch in Facebook. Dort könnt ihr uns auch finden, einmal mit einer Fanseite und mit einer eigenen Gruppe. Also von daher, schaut da mal vorbei, da sind wir euch ganz dankbar. Und wenn ihr natürlich noch edle Spender sein wollt und ein bisschen die ganze Geschichte unterstützen, dann könnt ihr jetzt nach dem Video ein bisschen nach unten scrollen. Da könnt ihr auch ein einmaliges Trinkgeld geben. Das geben wir nicht aus für, hätte ich es beinahe gesagt, wir geben es nicht aus oder auf einer Südseeinsel, sondern wir bauen hier unser Equipment auf, wie das zweite Studio, was wir hier haben. Und das hat ja schon ein bisschen funktioniert. Zum einen dank euch haben wir jetzt ein zweites Studio, sind jetzt seit Donnerstag, Sonntag und also gestern und heute live. Das ist für uns auch eine Premiere, dass wir so oft streamen, und das ist toll. Und natürlich auch für unseren Partner, den Badischen Motorsportclub Hockenheim, der uns unterstützt und massiv unter die Arme greift und auch mit einer eigenen Rennserie bald bei den Couchmasters fahren, nämlich im Oval mit iRacing. Also vielleicht auch eine spannende Sache. Ich weiß nicht, wie dir das gefällt. Philipp, bist du so ein Fan vom amerikanischen Automobilrennsport? Also da trifft man mich eher weniger an, bin ich ehrlich wahr zu sagen. Ich bin da wirklich eher dann so der GT-Fanat. Fühle mich da eher wohl, beziehungsweise wohler. Hab's schon ausprobiert, hab iRacing auch installiert gehabt und hab mich da mal reingefahren. Aber tatsächlich bin ich dann wirklich so eher die GT3, GT4 Serie. Das liegt mir eher im Blut, kommt näher an mich ran. Von daher wird man mich da wahrscheinlich eher finden. Naja, gut, also jeder hat so sein Ding. Also ich persönlich gucke ja das total gerne. Auch diese NASCARs, wenn die im Flyby, ne, die hier an dem Zaun, da gibt es ja ganz tolle Videos, wo die Leute die Mützen, die Handys aus den Hand gerissen bekommen, umgeweht werden. Wenn da so 40, 50 Autos mit fast 400 an einem vorbeifahren, dieser Zug und dieses Geräusch. Also ich kann es euch nur mal empfehlen. In YouTube schaut mal rein. NASCAR, Crank It Up heißt es. Oder Flyby, das schaut euch mal an. Das ist einfach unglaublich. Macht es auf den Lautsprechern laut, Kopfhörer laut. Ich bin mir sicher, wenn ihr Motorsport-Fan seid, das wird euch berühren, auf jeden Fall.
Ja, die Qualifikation ist rum. Die Bestzeit hat François gefahren. 1:43.962 hat er da reingebrannt in den Asphalt. Der ist aber noch draußen. Dann, oh, hoppla, dann haben wir noch den Yoshimitsu. Der ist gerade mal 0,225 Sekunden hinten dran auf Platz 2. Platz 3 haben wir dann den Christian Löber. Der ist schon fertig. Der hat mit einer 1,032 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Natürlich am Rennstart kann sowas immer passieren. Dann haben wir wieder X12R13. Der ist ja letztes Mal schon sehr positiv aufgefallen, ist er ja jetzt schon wieder dabei und hat ja hier auch wieder ein richtig gutes Rennen gezeigt. Gefällt mir auch gut. Haze Hunter, auch mittlerweile alter Bekannter, steht natürlich schon in der Box auf Platz 5 mit 1,272 Sekunden Rückstand. Hammerfall King haben wir auf Platz 6 mit 1,29 Sekunden Rückstand. Den Aggermann haben wir hier mit 1,6 Sekunden Rückstand. Sebo haben wir hier mit 1,9 Sekunden Rückstand. Der Ronny Schreier mit 1,9 Sekunden. TNR Ronin haben wir hier mit 2,040 Sekunden Rückstand. Den Daniel Schmeden haben wir hier mit 2,1 Sekunden. Den Angelo mit 2,5 Sekunden. Dann Maliato mit 3,6 Sekunden, P206 Freak mit 3,9 Sekunden, Racer 666019 mit 5,4 Sekunden. So, Tim ist, glaube ich, irgendwie auch dabei. Ah, er hat Juk. Der Roland ist zwar hier mit drin, aber fährt er mit oder aus der Box? Wahrscheinlich wird er aus der Box fahren, da keine gezeitete Runde. Jetzt gucke ich mal, ich habe da gerade die... Okay. Qualifiziert ist er noch nicht. Die Qualifizierten, die sich jetzt schon das letzte Mal qualifiziert haben, sind der Laser Mazer, der Tim, Ingame Timinowski, der Yoshimitsu ist auch schon qualifiziert, Semi 77 Deluxe und der Ronny. Das sind die Top 5, die sich das letzte Mal schon qualifiziert haben. Genau, das heißt also, wer heute mitfährt, das wäre zum einen der Yoshimitsu, der braucht auf jeden Fall schon mal sich keinen Stress machen und auch der Ronny Schreier, der braucht sich auch keinen Stress machen. Die sind auf jeden Fall dabei. Danke für die Info auch übrigens mal Ronny Schreier. Ich finde das immer so klasse, wie er mich unterstützt mit dem ganzen Wissen außenrum und das macht das alles so cool, da irgendwie alle doch mit dabei sind und dann Info und so einen Stream versorgen. Klasse nochmal. Du bist natürlich auch immer gut informiert. Ich versuche dann hier alles zusammenzuhalten. Ah, hallo. Frau Ramazzotti ist auch am Start. Hi. Beziehungsweise Mann, Freund, fährt ja gleich von Position. Wo haben wir ihn denn? 12, genau. Also kann ja viel passieren. Wir haben es gestern gesehen beim PC-Rennen, was da auf einmal alles passiert ist, wie es da vorwärts ging. Also ich bin jetzt mal absolut gespannt. Gleich geht's in die Einführungsrunde. Und dann eine Stunde Renn-Action heute mit GT3-Fahrzeugen. Genau, da gehen wir mal gleich drauf ein. Ich habe es ja schon mal angekündigt. Wir sind bemüht, auch ein bisschen auch deine Idee, ne, Philipp, aber auch finde ich, das natürlich bei mir auch schon die Grundidee mitgehabt, aber so deine Idee, dass wir euch in den Streams vielleicht auch mit ein bisschen Muttersportwissen versorgen. Wir können ja vielleicht so Sachen später mal machen, was euch interessiert, mal flacken. Es gibt vielleicht die ein oder andere Flacke, die habt ihr noch nie gesehen. Ist auch ganz interessant, überhaupt Zeichen an der Rennstrecke. Heute haben wir uns überlegt, dass wir euch einfach auch mal den Unterschied bisschen zu GT3, GT4 während des Rennens mal noch erläutern wollen. Das ist für viele vielleicht auch kein Unterschied, weil oder nicht erst sichtbar. Wenn ihr mal vielleicht schaut oder bei einem echten Rennen an die Rennstrecke geht, bei den Masters zum Beispiel, und da sieht man auch schwer, die Autos teilweise gleich lackiert, wenn die fürs Team fahren, dann sieht man da auch vielleicht keinen Unterschied auf den ersten Blick und da muss man auch wissen, ah, vielleicht kann ich es doch da erkennen oder wie sieht es aus. Hier nochmal die Info, der Roland, unser Fahrer aus Österreich hier am Start, hat Probleme mit seinem Lenkrad, das ist nämlich sehr schade, auch ein Fahrer, der schon lange dabei ist, den hätte ich jetzt sehr, sehr gerne fahren sehen. Das ist natürlich schade, wenn er da jetzt nicht am Start ist. Also wir haben jetzt noch 2 Minuten und 30 Sekunden, die Fahrer haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, alles einzustellen, was sie brauchen,
um halt auch jetzt nochmal beim Rennen loszulegen. Und ja, ich finde es ja immer wieder beeindruckend, dass die Fahrerinnen und Fahrer ja auch diese Formationsrunde selbst gestalten. Also ich kenne das früher von Simulationen auf anderen Konsolen oder PC, dass das der Computer übernommen hat und man da gar keinen Eingriff hatte. Und hier müsste es alles selbstständig gemacht werden. Und wenn man das nicht richtig macht, wird man auch bestraft, ne? Beim PC ist es ganz krass. Gestern, das war mir so auch nicht klar, also ich habe schon gehört, aber da haben wir ein Live-Stewarding. Das heißt, da war der Lars Meissner und der David, der war da gesessen und die haben sich das live angeguckt und die Strafen direkt gleich rausgehauen, ne? Also wenn was war, Track Limit oder zu schnell in der Boxengasse, das haben wir bei der Konsole leider nicht, aber trotzdem gibt es da auch Strafen. Weil es ist ja richtig, ne, Philipp? Das heißt, der Lars und David, die gucken dann wirklich gleich und die selber drücken dann auch die Strafen oder vergeben die Strafen, ne? Also Ja, also nicht willkürlich, aber. nee, genau. Und zwar ist es so, es gibt ein Hilfstool, weil die beiden oder allgemein die Stewards, ob es jetzt gestern der Lars und der David waren oder nur der David, ich weiß es nicht, weil ich bin ja selber auch mitgefahren und bin nicht in der PC-Steward-Geschichte mit drin, deswegen weiß ich nicht genau, wer das ist, alles. Die haben ein Hilfssystem und zwar, da wird jede Berührung, jede Drehung und auch jede vermutliche Drehung angezeigt. Dann können die Stewards über die simulationsinterne Wiederholung hingehen, sich die Situation angucken aus sämtlichen Kameraperspektiven inklusive wie viel Gaspedalweg war drauf oder hat der Fahrer gebremst, wie ist die Situation da zustande gekommen und werten da dann aus nach einem Strafenkatalog, der auch im Reglement ist, die Strafen aus und verteilen dann die Strafen auch schon in der Simulation während dem Rennen, sprich Stop and Go oder Durchfahrtsstrafen oder 5 Sekunden Strafen werden direkt verteilt und es muss alles nicht mehr danach passieren. Macht die ganze Sache doch noch mal interessant, weil es würfelt sich dann doch noch mal so ein bisschen was durcheinander. Auf jeden Fall. Wenn ihr den Chat mal verfolgt, da haben uns ja auch der David und nochmal der Tim auch nochmal aufgeklärt, was dort alles nochmal passiert. Aber ich fand es trotzdem eine beeindruckende Leistung, dass die zwei ja da sitzen und es dann ja auch live gucken müssen und vergeben. Also wie zumindest mal das, was da drin ist. Und ja. Randy64, hi, guten Abend. Deine erste Chatnachricht freut mich. Auch von mir guten Abend, auch an alle anderen. Herzlich willkommen. Mittlerweile sind wir schon 17 Zuschauer. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei den Couchmasters. Heute das PlayStation All-Stars Qualifikationsrennen Nummer 2 auf dem Hungaroring. Wir fahren die All-Star-Serie mit insgesamt 4 Rennen, 2 GT3 und 2 GT4 Rennen. Und zum großen Finale gibt es dann jeweils auch diese Rennen, ein GT3 und ein GT4 Rennen. Und dafür fahren wir heute auf dem Hungaroring das zweite Qualifikationsrennen. Genau. Weil wir haben ja das Riesenproblem. Also bisher ist es so, dass wir jetzt hier Fahrer sehen, die auf PlayStation 4 und PlayStation 5 fahren. Und es soll ein Update kommen am 22.02., das was ändern wird. Natürlich kann es dann passieren, dass PlayStation 4 und PlayStation 5 Fahrer nicht mehr zusammenfahren können. Das wäre eine ziemliche Katastrophe für uns, sage ich ganz offen. Es wäre also besser, wenn wir da weiter so fahren könnten wie jetzt. Es ist natürlich dann auch immer das zu handeln, da wir dann nochmal mehr an Aufwand hätten und wir ja eh schon an der Grenze sind bei unserem Team. Von daher, ja, wäre schon schön, wenn das klappt und es so weiter funktioniert. Aber da müssen wir abwarten. Deswegen die PlayStation All-Stars haben wir quasi so eine kleine Meisterschaft gemacht oder beziehungsweise so ein All-Star-Rennen, damit wir einfach die Zeit überbrücken können und auch die Konsolenfahrer dort unterwegs sind. Hockermann, hallo, Mahlzeit ist auch am Start. Dann ja, hier haben wir Randy, wollte eigentlich mitfahren, 64, aber hat es heute leider nicht geschafft. Egal, aber ich hoffe, das nächste Mal ist er am Start.
Ja, dafür haben wir ja auch vier Qualifikationsläufe gemacht, damit einfach jeder die Möglichkeit bekommt, da mitzufahren bei diesem Event, weil ich kenne selber Frau und Kind, Arbeit. Oftmals ist man verhindert, mal klappt so zeitlich nicht, dass man es um 3, 4, 5 Minuten nicht schafft. Demnach haben wir diese vier Rennen, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, irgendwie mal ein Qualifying mitzufahren und sich für das große Finale zu Genau. qualifizieren. So, wenn ich dir reingrätsche, wir starten gleich das zweite Qualifikationsrennen der PlayStation All-Stars. Also die Fahrer gehen jetzt hier auf den Start. François auf Platz 1, Yoshimitsu auf 2, Christian Löbbert auf 3. Und das Rennen muss gestartet sein. Grüne Flagge ist draußen. Ich versuche schnell umzuschalten, dass wir einfach dabei sind. So, genau. Wie ist es jetzt? Oh nein, da gab es die Kollision. Ah, François ist hier weggedreht und eingeschlagen. Da gab es die Kollision. Wer steht denn da noch auf der Seite? Ich weiß nicht, ob du sehen konntest. Ah, schade, der war ja auf Platz 1 richtig gut unterwegs. Da fährt er. Das ist jetzt richtig schade. Müsste natürlich gut gelaufen sein für Yoshimitsu. Genau, der hat die Führung übernommen. Und dann muss es da ordentlich zur Sache gegangen sein. Auf Platz 2 XR12R13. Ah, Mann, da muss ja jetzt irgendwas passiert sein. Da bin ich gleich mal gespannt, was es da noch zu sehen gibt. Ah, das ist ärgerlich. Der hat so gut gefahren, so gut gezeigt. Oder wir haben ihn da jetzt ganz vorne. Christian Löbert fährt auch mit dem Tim Steinbrecher. Beide hinterher. Tim Steinbrecher wohl aus der Box. Der ist aber auch schon qualifiziert, Tim Steinbrecher. Also der muss auch nichts mehr gewinnen. Jetzt ist die Frage, was ist mit Christian Löbert passiert? Warum fährt er denn da? Der war doch auch Der, gerade besser. ja, der, den hat es rausgedreht. Ich habe es jetzt auch nicht ganz gesehen, ob es eine eigene Kollision war oder alles zusammen zu einer großen Kollision. Aber den habe ich da noch an der Strecke stehen sehen. Somit fährt er jetzt von hinten auf, ist allerdings nur 0,3 Sekunden hinterm Tim. Also kann sich da unter Umständen durch den Tim, durch den Windschatten schön mit vorziehen. Ja. Und dann sich nochmal schön vorkämpfen. Ja, das ist natürlich, wir haben ihn jetzt im Bild hier, das ist François. Hier unterwegs, Startnummer 46 im orangenen McLaren, war auf Pole Position als erster gestartet, dann gab es einen Dreher, er ist eingeschlagen. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht so einen massiven Schaden hat, aber wenn du schon mal siehst, jetzt versucht er sich natürlich beim Daniel durchzudrücken, Daniel Schmehen, wenn ich richtig bin. Müsst mal schauen, wir haben doch noch eine Fahrerliste. Ah, da geht er jetzt auch wieder weit. Da hat er sich verbremst, Ah, das leider. Rennen ist gelaufen. Angelo Ramazzotti, glaube ich, hinten dran. Er ist auch ein bisschen weit. Nee, da ist er. Der versucht nochmal hier jetzt vorbeizukommen. Ah, aber da ist er schon. Der hat wahrscheinlich jetzt das Messer zwischen den Zähnen, der François. Der will natürlich durch. Da schiebt er sich wieder nach vorne. So, aber man sieht es wieder. Es war die Qualifikation. Wir haben gedacht, so und so sieht es aus. Und jetzt sind doch wieder ganz andere vorne. Und die Favoriten sind weiter hinten. Ja, so schnell kann es da doch wirklich gehen und rumspringen. Hier jetzt auch gerade Hayes Hunter hinter Daniel Schmeen, nur 0,389 Sekunden Abstand. Genauso François auf Ronny mit 0,302 Sekunden. Also das ganze Feld soweit sehr eng zusammen. Chris Löbert gerade in der Box, wahrscheinlich wird er den Schaden reparieren lassen, den er sich da eingefangen hat. Ja. Aber bei einer Stunde Fahrzeit wird da der ein oder andere sicher auch noch mal stoppen müssen. Von daher vielleicht, wenn er sich jetzt den Tank voll macht, könnte das unter Umständen Danke, hinhauen, Sternsinger, fürs Folgen. dass er trotzdem dann noch durchfahren kann. Wer weiß, was wir da heute noch erleben dürfen. Ja. Sternsinger, vielen Dank fürs Folgen. Computer sagt es zwar auch nochmal. Aber meistens, wenn du redest, folgt uns jemand. Also vielleicht solltest du nicht aufhören zu reden. Red mal weiter, ich will mal raus. Ja. Oder sind die Leute beeindruckt und denken, guck mal, der bewegt gar nicht im Mund und trotzdem kommt eine Stimme. Ja, das müssen wir auch noch irgendwann machen. Irgendwann müssen wir da mal entweder noch ein zweites Videobild dann Ja, auf noch jeden mit Fall. einblenden oder
zusammen an einem Schreibtisch hier streamen. Ja. Wie im echten Motorsport, die Kollegen zusammen. Nebeneinander. Also Platz hätte ich hier. Wie gesagt, das kriegen wir schon mal irgendwann hin. Ja, Christian Löbert schreibt, es war nichts, abgestellt. Also er ist wirklich vom Pech verfolgt, die letzten Rennen. Der Sir ist auch hier, hi, servus. Aber der Christian Löbert, da tut mir leid. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen uns nochmal im Chat unterstützen. Oder du kommst kurz rein, Discord-Briefing-Raum und erzählst schon nochmal kurz, was passiert ist, warum abgestellt hast. Ah, schade, schade, schade. Ich gönn's natürlich immer. Aber hier, guck mal, das ist eigentlich eine tolle Truppe gewesen hier. Oder ist noch. Die sind auch eng beieinander. Ronny Schreier kannst ja auch locker angehen lassen. Der war ja eigentlich auch, ne? In den, ja, klar. Bei den ersten fünf beim letzten Lauf. Ja, der also, Ronny, der kann es eigentlich laufen lassen und mal 5 Grad sein lassen. Oh, da gibt's, glaube ich, Hayes Hunter probiert's dann jetzt schon mal langsam beim Daniel Schmähnmann. Guck, du redest und schon haben wir wieder einen Follow. Ja. Oh, jetzt aber eine tolle Gruppe. Ja, ist danke, sehr schöne Gruppe, vor allen Dingen sehr au, fair. Jetzt geht er weit. Jetzt ist er vorbei. Schönes Manöver, auch sehr fair. Vielleicht wird er einfach gemerkt haben, ich komme da nicht gegen an, ich lasse den ziehen, schleiche mich ein bisschen hinterher und kann eventuell da noch den einen oder anderen Platz gut machen. Ja. Jetzt schlüpft auch noch der Ronny müsste es Ronny sein, beim Daniel. Ronny ist also quasi für die Zuschauer, die vielleicht ein bisschen später einschalten hier, der Lexus müsste ja unterwegs sein, genau, der schwarz-rote Lexus jetzt in der Mitte, vorne der Audi R8, das ist der von Hayes Hunter, verfolgt dann natürlich von Ronny Schreier, die sind jetzt beide vorbei an dem Daniel Schmähn, beziehungsweise Schmähnmann hier auf Platz, 8 müsste sein. Ja, da kommt der Angelo dann auch schon angeflogen, ich weiß gar nicht, dass er jetzt so einen Einbruch hat, der Schmähnmann ist ja eigentlich auch einer, der Daniel, der eigentlich recht zügig und gut unterwegs ist, ne? Und da muss man auch sagen, Danger Mouse, der Daniel P6, super vorgefahren, also. Ja, der Tim aus der Box gestartet, aktuell P13, ist jetzt am P206 Freak schon dran, ja. Mit 0,021 Sekunden, alter Schwede, was sind das denn bitte wieder für Zeiten? Genau, Ned Hazen übrigens noch danke persönlich auch von mir fürs Folgen. Also wenn's Rad dreht, wir haben eine Computerstimme, die danke sagt. Wenn du kurz wartest und aufhörst zu reden, dann machen wir das auch nochmal durch. Aber nee, erst aufhören, wenn es reden, wenn sich das Rad wieder dreht. So. Der Follow. Sprich, auch hinten ist es eng. Da geht's zur Sache. Sprich, auf P11, P12. Ja, jetzt. P6, P7 ist es eng. P3, P4 auch. Alles unter einer Sekunde. Also, ja. Da gönnt wirklich der eine dem anderen den Platz nicht. Da will jeder am liebsten ganz vorne auf der Pole stehen. Was wir bisher gesehen haben, gerade Hayes Hunter und Daniel Schmähn, sehr faires Überholmanöver. Klasse Fight. Richtig bis auf die letzte Messerklinge. Jetzt ist er dran. Guck, jetzt schert er aus. Ah, nee, guck. Der ist aber gut auf der Bremse anscheinend, P206 Freak. Ah, jetzt aber innen rein. Pass auf! Was ist da passiert? Ist er da weg? Hat er sich erschrocken, dass der Tim da innen durch ist wahrscheinlich, ne? Ja gut, wenn man auf den Curbs bremst, das ist als immer so ein bisschen eine ganz, ganz tricky Angelegenheit. Da rutscht dann mal das Auto ein bisschen weg und ruckzuck versucht einem das Heck zu überholen. Also ganz schwierige Situation, gerade wenn die Curbs ein bisschen höher sind. Aber trotzdem gut gemacht hat. Also jetzt, wenn man mal überlegt, wie gut der Tim da ja ist, ne? Und da lange hat er sich da gewehrt, der P206 Freak. Ist aber jetzt natürlich durch den kleinen Fehler ein bisschen langsamer geworden, weil jetzt sehen wir ja auch hinten dran schon Maliato. Ist natürlich immer schwer bei den Nicknamen, dass man da die richtige Aussprache hat. Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann teilweise noch nicht Englisch, Deutsch, man weiß nicht. Englisch, Deutsch, oder Spanisch, eine andere Sprache, Portugiesisch. Genau. Da fällt es dann einem immer so ein bisschen, also mir persönlich fällt es immer schwer mit der Aussprache. Da denke ich mir immer, hoffentlich, wenn ich es nicht ausspreche. Nehmt es mir nicht übel, bitte. Genau, denke ich auch immer. Ja, aber wenn man öfter dabei ist und dann ein und andere schreibt sich auch mal an oder man spricht mal miteinander und das ist ja auch immer cool in der Community, dann erfährt man das auch schon mal. Für mich ist ja immer so ein bisschen der Ritterschlag.
wenn ich so die Fahrer bei habe, ne, wie jetzt zum Beispiel Nickname P206 Freak, und die fahren dann eine Meisterschaft mit und dann kommt nach dem zweiten Rennen, kannst dann meinen richtigen Namen sagen, weil ich finde es einfach auch schön. Es ist aber jedem selber überlassen bei den Couchmasters, egal jetzt zum PC oder Konsole, ob ihr mit eurem, Konsolennamen beziehungsweise mit eurem Nick fahren wollt oder mit dem richtigen Namen. Natürlich Muttersportcharakter ist natürlich, wenn man dann weiß, mit dem richtigen Namen. Aber mittlerweile habe ich so viele Fahrer, dass ich unter der Liste weiß. Natürlich, ein paar kenne ich natürlich, da weiß ich das. Aber dann kenne ich sie auch nicht mehr alle auswendig. Natürlich kenne ich jetzt hier ein paar. Oh, schau mal, was da los ist. Wer ist denn da wieder dabei? Wie könnte denn das jetzt passieren? Der Roland, Platz 9, Top 10. Hatte doch Probleme mit dem Lenkrad. Wo kommt der denn jetzt her? Und sogar noch auf Platz 9. Das würde mich mal interessieren. Hat der Tim... Warte mal. Heimlich still und leise. Warte mal. Was anderes. Mir fällt gerade was auf. Vorhin hat der Tim hier Fragen im Chat beantwortet und er fährt ja mit. Was ist... Hä? Schreibt noch nie mehr. Das Mysterium, das war, habe ich eigene Erfahrung gesammelt. Und zwar, wenn du aus der Box startest, du fährst ja die Einführungsrunde nicht mit, sprich, du stehst die ganze Zeit noch in der Box. Und wenn man dann, der Tim weiß ich, rein zufällig, der hat so 4, 5, 6 Monitore da rumstehen irgendwo, dann switcht er halt eben auf einen anderen Monitor, kann dann nochmal kurz im Stream gucken und da noch einen Kommentar zuschreiben. Ja, aber das musst du machen, während du gerade unterwegs bist, ne? Das ist ja trotzdem, egal wie er es macht, das ist ja total krass. Fällt mir eben erst auf. Tim, sag uns mal, wie du machst denn das? Wie kannst du denn hier mitfahren, aufholen und noch hier Nachrichten in den Chat schreiben? Das ist schon ein Tier. Tim ist und bleibt einfach ein Alien. Ich bezweifle es manchmal, dass der auch wirklich nur 2 Arme, 2 Hände und 10 Finger hat, so wie mir das manchmal rüberkommt. Ja, ja. Aber man muss auch mal sagen, die anderen Fahrer, die wir mittlerweile schon haben, die da mitfahren, die es ihm da richtig schwer machen, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und also da bin ich auch schon beeindruckt. Auch das ganze Niveau, man kann da nur wachsen. Und wir haben es ja auch schon gesehen, dass es Rennen gab, wo der Tim auch einfach mal keine Chance hatte, weil es bei den anderen gut gepasst hat. Also ist für jeden mal was drin, ne? Ja, Tatsache. Und vor allen Dingen auch die Spritmenge. Das ist ja so Tim sein Steckenpferd. Haben wir ja gestern schon. Das verfolgt ihn, glaube ich, bis alle 100 Jahre. Ja, das glaube ich auch. Aber ich bin jetzt glücklich. Meine Stimme ist geölt. Bei mir ist es nicht Kung Li, also Marc, der mir den Tee bringt. Bei mir ist es meine Frau, eine frische Kanne an Tee für meine Stimme. Ich halte durch. Inklusive ein bisschen Obst. Also ich bin bestens versorgt. Jetzt, guck mal, Roland greift gerade an. Also du hast es gut, ich hätte auch gern ein bisschen Gemüse aber hier oder Obst. Aber das passiert hier nämlich auch gleich. Da wird dann nämlich der Roland Hoffmann den Daniel hier gleich zu, nicht hoffentlich kleinen Obst verarbeiten oder kleinen Gemüse. Aber der holt ganz schön dicht auf. Ja, guck, jetzt hat er ihn in den Fehler getrieben. Das macht dich natürlich auch saumäßig nervös. Jetzt ist er vorbei, der Roland Hoffmann. Also, aber da kommt gleich der Konter wieder vom Schmähnmann. Wissen wir nicht. Nee, es reicht noch nicht. Da ist halt der Roland, ist da schon auch ein Routinier, ne? Der ist da halt auch schon mit dabei. Wobei Schmähnmann will jetzt auch nichts sagen. Ist auch ein schneller Fahrer. Aber das kannst du ja vielleicht auch beantworten als Fahrer. Wenn du dann siehst im Rückspiegel, dass das Auto immer größer wird und jetzt in deinem Heck klebt und mal rechts und links sich andeutet, da brauchst du halt harte Nerven, ne? Und dass du dann halt da dich nicht nervös machen lässt und dann übers Ziel hinausschießt, ne? Ja, absolut. Das sind definitiv wahre Worte. Das musste ich auch schmerzhaft lernen. Da vielen Dank den Leuten bei der Couchmasters. Es sind nicht nur jetzt 2, 3 Namen, es sind ganz viele, die mir da geholfen haben. Diese Nervosität, Angst, diesen Respekt einfach so ein bisschen beiseite zu legen und abgebrühter zu sein. Aber aus eigener Erfahrung, da dreht sich das Rädchen wieder. Danke, Sabine, fürs Folgen. Ich war damals richtig nervös. Das Auto wird immer größer. Dann huscht er mal rechts ran, dann huscht er mal links ran. Man muss sich einfach breit machen. Man darf sich da nicht großartig irgendwie dran aufregen, etc. Einfach die eigene Linie weiterfahren und vor allen Dingen das Wichtigste, keine Fehler machen, weil das ärgert nämlich den Verfolger am meisten.
Naja, klar, aber das ist ja auch ein bisschen das, was du vielleicht versuchst, als Hinterherfahrender, ja, den Vordermann ein bisschen in, ja, oder in die Bredouille zu bringen, den unter Druck zu setzen. Was ja auch beliebt ist, was man oft sieht, ist Lichthupe, ist also absolut erlaubt, gibt es im realen Motorsport hier auch. Kann natürlich nicht viel passieren, aber es macht dich halt trotzdem nervös, wenn es hinter dir blinkt und einer sagt, mach mal blass, fahr mal weg. Ja klar, denkst du dann, oh Gott, ich muss aufpassen, dann bist du vielleicht doch mal einen Moment später auf der Bremse, dann reicht dir der Winkel nicht, du fährst weit und zack, schlüpft der andere durch. Ja. Also so kleine Spielchen kann man machen, es gibt aber natürlich auch die Regel, du musst dich, weil du sagst, breit machen, du kannst natürlich nicht rechts, links, rechts, links, rechts, links fahren, also aktuell weiß ich, du darfst einmal die Spur wechseln, das heißt, wenn du links außen fährst und dir hängt einer dran, darfst du mal, und du merkst, oh, der will rechts, dann darfst du auch rechts mit rüberziehen, aber wenn der wieder links geht, musst du bleiben, ja? Also du darfst nicht Schlangenlinien fahren, dass er weggeht, aber dann hat er trotzdem einen längeren Weg und muss trotzdem an dir vorbeikommen, also ein Richtungswechsel quasi ist erlaubt, auch so bei der Formel 1, also das heißt, du hast einen Verfolger, du bist rechts außen, du merkst, dass er links ansetzt, dann darfst du einmal nach links mit rüberziehen, wenn der dann aber gleich wieder rechts geht, dann musst du ihn eben passieren lassen. Aber kommt dann halt darauf an für die nächste Kurve, ob du da einen Vorteil hast oder nicht. Vorteil bedeutet in der nächsten Kurve, wenn du meist innen bist, also wir fahren auf eine Kurve zu, die geht rechts rum und du bist auf der rechten Seite, hast du oft den Vorteil in der Kurve. Nicht immer so, das sehen wir nämlich dann einfach auch bei diesem Überholmanöver, wer innen ist, sagt man, hat also ein bisschen das Vorrecht. So, Ackermann kämpft sich nämlich jetzt dran an. Oh, da gibt's die Berührung. Ackermann fährt dem Hammervollkin ins Heck. Unerwartet. Schau dir mal an, das faire Verhalten. Oh, jetzt gibt's aber hier. Sebo muss ausweichen. Es war lieb gemeint. Lieb gemeint von Ackermann. Der hat's nicht, böse gemeint. Hat auch angehalten, wollte Hammervollkin wieder vorbeilassen. Lässt ihn aber jetzt vorbei und nochmal die Berührung. Oh nein, Jungs. Das tut mir so leid vor euer Rennen. Jetzt habt ihr nochmal den größten... Ah, jetzt vorsichtig beim Rückwärtsfahren, Hammervollkin. Da ging's um Platz 2. Meine Güte, Jungs. Oh, wir haben es gerade gesprochen, ne? Du musst ja auch die Nerven behalten. Aber dennoch, Ackermann lässt den Hammervollkin vorbei. Und das ist auch ein bisschen was, was wir jetzt auch mal bei dem Ganzen, was jetzt wir gerade eben alles gesehen haben. Ja, er hat es nicht absichtlich gemacht und auch das zweite Mal hat er es nicht absichtlich gemacht, wollte so fair sein und wollte ihn wieder vorbeilassen, hat aber dann halt hier eine riesen Karambolage ausgelöst und dann sind sie sich nochmal in die Quere gekommen. Ja, es ist halt Rennen. Ich meine, wir haben jetzt gut reden, wenn wir von außen zugucken und nicht selber fahren. Ich weiß, ich muss ja bald selber fahren, aber ja, schwieriges also, Thema. Ganz schwieriges Thema, definitiv. Ich selbst als Fahrer jetzt in der Außensicht, das sieht man ja manchmal etwas mehr oder man meint etwas mehr zu sehen, aber auch aus meiner Sicht war da keine, ich sag jetzt mal, grob fahrlässige Situation zu erkennen oder irgendwie hardcore, ich muss da jetzt reinstechen. Das Warten hätte ein bisschen anders da ablaufen können, vielleicht an einer anderen Stelle, ja. Wo man mehr hätte rechts oder links ich denke, er wollte halt können. Er wollte aber halt gleich gut, ja. Also, ja, im Großen und Ganzen kann man da nichts sagen. Es war trotzdem fair, darauf kommt es nämlich an. Ja, genau. Was wir ja auch schon letztens beim GT4 Qualifying gesehen haben, genau. Wo es auch sehr fair abgelaufen ist. Hier wieder das gleiche Spiel. Spiegelt sich einfach wieder und da macht das Ganze echt sehr viel Spaß. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, aber das hat man sofort auch gesehen und es wird auch nie, also ich habe nie den Eindruck gehabt, das haben wir auch gestern gesagt im Stream, dass es irgendwie mal den Eindruck macht, dass da jetzt ein Fahrer absichtlich reinfährt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so einen schweren Fall untersuchen mussten. Es gab grenzwertige Manöver, aber ich sage das auch immer wieder dazu, wir müssen uns vorstellen, auch wenn es die Simulation ist, wenn ich im echten Rennauto sitze, trotzdem ist es ja anstrengend, man muss konzentriert bleiben. Ich habe es ja gestern auch schon gesagt, also das ist so anstrengend, auch mit dem Lenkrad, dass der DMSB und sogar der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, also Simracing als offizielle Sportart anerkannt hat, weil man halt eben dort mit Kraft in dem Rig sitzen muss. Und jetzt fahren wir hier eine Stunde, egal ob auf Konsole oder PC, es strengt einfach megamäßig an. Und dann bist du vielleicht noch unter Adrenalin, du willst ja auch gewinnen, ja, egal was du machst, du willst vorne mitfahren und dann passiert es vielleicht das ein oder andere, was nicht ganz nötig war, aber das sehen wir auch, wenn wir ins Fernsehen schalten, ins ganz normale Motorsportgeschehen, in den realen Motorsport und gucken Fernsehen. Es gibt einfach manchmal Fahrer, die sind ein bisschen hitzköpfig oder machen mal eine Situation, ich will mal sagen, ob man den jetzt leiden kann oder nicht. Max Verstappen ist ein bestes Beispiel, als er noch jünger war.
oder vor ein, zwei Jahren war er da auch einfach viel ungestümer. Mittlerweile legt sich das auch. Das ist einfach die Erfahrung, die ein Rennfahrer mitbringt. Manchmal zu sagen, okay, ich mache es jetzt nicht gleich, ich warte noch ein bisschen, Moment, das fällt einem Rennfahrer ein bisschen leichter, einem anderen ein bisschen schwerer. Allerdings ist es halt auch Erfahrung. Ja? Und ich denke, es macht keiner absichtlich. Auch wenn du es vielleicht so von aussieht, dass es mal ein hartes Manöver war. Aber so richtig voll mit Absicht, hier fahre ich jetzt in die Kiste, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen bei den Couchmasters. Gott sei Dank. 1, 2, 3, dreimal auf Holz klopfen, dass wir es auch nicht sehen. Ja. Ja. Nee, also da kann ich dir absolut nur zustimmen. Ich würde es mir auch nicht wünschen, so Manöver unter Absicht zu sehen. Demnach ist es umso schöner hier, du bist gerade richtig drauf, das Duell habe ich bei mir nämlich auch laufen. Ja. Haze Hunter und Sebo, die sind die ganze Zeit schon in Schlagdistanz. Ja. Wenn Haze Hunter einen Fehler macht, kommt Sebo ran. Gut, ich meine ja auch, ich meine, da war ja auch beim GT4-Rennen ähnliche Situation. Das ging um die 20 Minuten hin und her, immer wieder ran und weiter weg. Und zum Schluss hat es dann doch nochmal gereicht, weil der Vordermann da dann, ich weiß nicht, unter Druck, Nervosität oder einfach nervlich so ein bisschen fertig war. Aber da hat es dann sich gelohnt, das Rennen. Du sagst die ganze Zeit schon so, betonst GT3, GT4. Na, wir haben es ja vorhin angekündigt. Ich kenne es zum Beispiel, ich bin ja auch im Real, also ich arbeite ja auch in der Welt des realen Motorsports, also bin ich ja auch zu Hause, mache da ja viele Sachen, war ja früher selber aktiv und bin dann auch vor vielen Rennstrecken an Ort. Zum Beispiel auch bei einer großen Autorennserie, die so ähnlichen Autos fahren, und da sind die auch am Start, GT3, GT4, teilweise im gleichen Team. Und man erkennt die wirklich nur sehr schwer. Jetzt ist natürlich so, ein GT4-Rennen, GT3-Rennen. Jetzt guckt vielleicht der eine oder andere zu und sagt, was ist ein GT3, was ist ein GT4? Und da haben wir ja, oder du ein bisschen recherchiert, und vielleicht kannst du unseren Zuschauern jetzt, bevor wir dann mit dem Boxenstopps anfangen, auch nochmal erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem GT3-Rennauto und einem GT4-Rennauto? Philipp, erklär's uns mal. Philipp also, erklärt. Herzlich willkommen zur Lehrstunde, Philipp erklärt. Nein, Spaß beiseite. Früher einmal war für mich die GT4 die langweilige Serie und GT3 da, wo es richtig zur Sache ging. Mittlerweile heute, shame on me, ist eigentlich gar nicht wirklich so der Fall. Unterschied ist eigentlich, die GT4 sind langsamer. GT4-Fahrzeuge haben so im Schnitt unter 500 PS und die GT3 haben definitiv mehr wie 500, 550 PS in die Range. Das ist schon mal ein großer Unterschied bei den GT4s. Auch noch ein schönes Merkmal, auch von außen nicht zu sehen, ist der kleine Hubraum. Daher kommen die nicht so aus dem Quark raus. Kurven-Exit, da brauchen die halt immer mal ein bisschen länger. Wenn ich da reingrätsche, kennst du so ungefähr, oder bringe ich dich jetzt in die Bedulle, wenn ich sage, was ist denn da so der Leistungsunterschied von PS ungefähr zwischen dem GT3 oder GT4? Oder willst du erstmal noch was anderes erzählen und dann später die Leistung? Also Leistung ist ja immer unterschiedlich, das ist ja dann auch immer nach Reglement und BOP, also Balance of Performance, das ist einfach ein Reglement-Ausschnitt, was die Leistungsfähigkeit eines Fahrzeugs ausmacht. Das ist kurz gesagt die BOP. Zum Beispiel ist es jetzt beim Mercedes AMG, da habe ich was recherchiert. Der GT3 hat ein Stück weit mehr wie 550 PS und der GT4 510, sprich da machen es ungefähr die 40 PS aus. Plus dann nochmal der Hubraumunterschied, das konnte ich jetzt leider Gottes nicht genau rausfinden. Ja, das Kubik. Da Unterschied ist ein markantes Detail, was so der ein oder andere Fachmann sicherlich an der Optik erkennen kann, ist die Aerodynamik. Dadurch, die GT3 sind schneller, die haben bisschen weniger, mehr Flügel auch, gell? Das habe ich mal gesehen. Also genau, ein bisschen, Real, mehr, ja. Genau, also bisschen so mehr Flügel. Diffusor, also das, oder ne, was man alles nennt, die haben so kleine Flügelchen an den Seiten mehr als die GT4, habe ich mal gesehen. Ganz genau. Ja. Das ist dann an der Optik einfach zu sehen, beziehungsweise der einzig große optische Unterschied.
die Flügelgröße und die Anzahl der Diffusoren. Aber die Autos sind schon gleich, oder? Vom Typ. Also du kannst einen GT4 R8 haben und einen GT3 R8, richtig? Genau, okay. Genau. Okay. Wie jetzt auch in dem Beispiel vom Mercedes AMG. Da gibt es einen GT3 und eine GT4-Version. Auch bei beiden sind die technischen Instrumente und Eigenschaften bis vielleicht auf das eine oder andere Mini-Detail gleich. Sprich, egal ob Traktionskontrolle, die Instrumente sind gleich angeordnet. Da gibt es eigentlich kaum Unterschied. Wie gesagt, der größte Unterschied liegt eigentlich in der Geschwindigkeit durch den Hubraum und durch die PS-Anzahl. Und Aerodynamik dann, halt, ja. Und dann halt noch das Zuspiel von der Aero. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Genau, da haben wir es gerade vorher noch gehabt, was das Sir schreibt. Respekt an Till, der trotz des Unfalls weiterfährt und nicht abstellt. Genau davon haben wir eigentlich gesprochen. Vorhin, gell, bevor wir live gegangen sind, haben wir uns ja beide noch getroffen und auch gesagt habe, dass, was heißt getroffen, schon mal verab oder gequatscht. Und da hatten wir es ja auch, dass ich das immer ganz gut finde, wenn die Fahrer nicht aufgeben, auch wenn es einen schweren Crash gab. Jetzt, ne, also hier auch weiterfährt mit dem Audi R8, ja, finde ich einfach toll. Respekt auch hier, dass er da weiterfährt. Aber es sind auch Erfahrungskilometer und wer weiß, was passiert. Vielleicht gibt es noch eine riesen Karambolage vorne und er kommt nach vorne. Man weiß es nie, aber da kann ich das Sir wirklich nur recht geben. Das finde ich immer ganz toll. Genau, also da stimme ich absolut zu. Und Haze Hunter in der Boxengasse ist nicht der erste. François hat es schon probiert, der Tim hat es schon probiert. X12 R13, Ackermann natürlich auch. François kann es natürlich auch nur, der muss jetzt direkt in die Box. Jetzt gucken wir mal, Haze Hunter, wie gesagt, ist drin. Was vorhin auch schön zu sehen war, als du gerade halt noch uns den Unterschied erklärt hast, aber bei GT3, GT4 war ja, da hat man richtig sehen hatten, wie er es fliegen hat lassen. Der ist ja schön über die Curbs, das Auto abgehoben mit allen vier Rädern. Guck mal auch, wie der die ganzen Streckenbreite benutzt. Das heißt, guck auch hier jetzt, fliegt er richtig und kommt mit zwei Rädern sogar übers Grün teilweise an den Strecken. Also der, finde ich, beim Ronin macht es absolut Spaß zuzugucken, wie er fährt. Also bei allen anderen, die fahren auch gut, aber irgendwie, ich habe jetzt schon einige gesehen, hat der sehr flüssigen Fahrstil. Also ich gucke dem gerne zu. Also der fährt sehr rund. Das mag ich. Ja, also ist mir nur aufgefallen, wollte ich nochmal sagen, wie er da um die Gegend fährt. Ja, doch, da gibt es so wirklich die ein oder anderen Fahrer. Das ist dann nochmal so ein Unterschied vom fahrerischen Talent her. Da spielt die Zeit eigentlich gar keine große Rolle, ob erster, zweiter oder letzter. Aber einfach so dieser Fahrstil, das sieht schön harmonisch aus und ich kann mir da auch vorstellen, der sitzt da ganz gemütlich da und dreht seine Runden. Auf Paul Ricard würde er bestimmt noch ein Käffchen trinken. Und nebenbei, Ludi Gaming, Servus auch an dich. Herzlich willkommen bei uns. Moin. Ronin ja jetzt in der Box, genauso wie Yoshimitsu, Sebo und Razer 66. 66, 60, 19. Mal die Zahlen ein bisschen anders ausgesprochen. Ja, 66, 60, 19, 666, 019. Kannst du machen, wie du willst. Aber hier, glaube ich, geht es, glaube ich, weiter. Der Roland Schreier kriegt Besuch vom Roland. Der, ich finde es ja auch immer toll, das habe ich auch schon in anderen Streams gesagt, dass wir jetzt auch immer internationaler werden. Ich weiß jetzt, glaube ich, also vom Roland weiß ich es ganz genau, der startet ja aus Österreich, aber wir müssten noch österreichische Fahrer hier haben, oder? Ja, die haben wir. Italienisch, glaube ich, François, glaube ich, Startnummer 13, gell? Italienisch. Angelo. Angelo, ja. Zwar jetzt kein Starter, der dabei ist, aber Manuel Rindt, der aktuell auf dem PC fährt, Österreicher. Dann weiß ich noch, dass wir Schweizer haben. Warte mal, ich spicke mal schnell. Gut vorbereitet ist einfach gut vorbereitet. In deiner schlauen Liste? Ja, ich habe ja Gott sei Dank, also das neue Studio ist echt cool. Ich habe einen Haufen Monitore, ich habe einen Haufen Platz. Wir können da mal durchgucken. Also, wie gesagt, du kannst dir nochmal da auch dazu erzählen. Ich gucke mal nebenher, ob ich die Liste finde. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Duell zwischen Ronny und Eraduk, der jetzt mittlerweile
Probleme mit seiner Wheelbase. Da habe ich vorhin auch noch was gelesen auf dem Discord. Und jetzt auf P2, na klar, ohne Boxenstopp, okay. Aber so weit vorgefahren. Das ist schon eine recht große Hausnummer, was da vonstatten geht. Wird man natürlich erst genau sehen nach dem Boxenstopp, wenn es dann wieder das bereinigte Tableau erscheint. Genau, so jetzt gucken wir mal. Also ich habe hier mal ein bisschen gespickt. Also wir sind ja mittlerweile schon mehrere hundert Teilnehmer in Discord. Genau, alles Mögliche. Wir übertragen jetzt schon mal die Rennschule, am Sonntag PC, heute noch PlayStation. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch einen Abend oder einen Tag finden können, weil wir haben noch eine ziemlich coole Sache, die liegt mir am Herzen immer. Ich erzähle davon, aber ich hoffe, dass wir es auch mal zeigen können. Das ist nämlich der Porsche Cup, der auch noch stattfindet bei uns, bei den Couch Masters, also mit Porsche gefahren wird einheitlich. Ich stehe auf das Auto total, ich würde es auch gerne mal zeigen. Also ich denke, das wird jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir mal so ein Rennen übertragen. Da wäre es natürlich auch cool, wenn der ein oder andere da mitfährt oder wenn ihr gerade zuschaut, ob ihr uns auch mal Feedback habt, sagt, jawohl, wollen wir auch mal sehen, ist cool. Dann werden wir das natürlich auch möglich machen. Mir liegt sowieso am Herzen, dass wir es auch mal übertragen. So, schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Oh, ja, sehr, sehr geiles Event, wenn ich dir da reingrätsch. Porsche Cup bin ich ja zu PlayStation-Zeiten auch noch mitgefahren. Macht mega Spaß, ist super lustig, aber anstrengend. Dadurch, dass du keine Traktionskontrolle hast. Du gehst aufs Gas, egal wo, und das Auto geht vor. Das will einfach vor. Sprich, unter Umständen sagt dann dein Heck, huhu, ich bin hier mal und überhol dich mal. Ja. Na, ich hab's mal gemerkt, ja, meine ersten Erfahrungen im Sim-Racing-Rig, natürlich, was machst du? Ist eine Rennstrecke, die ich kenne, also ich komme ja aus Hockenheim, von daher habe ich mir dann Hockenheim ausgewählt. Was ist mein Lieblingsauto? Porsche. Und mich mal reingesetzt, alle Sachen angemacht. Ich bin tatsächlich ganz gut durchgekommen bis Eingang Motodrom. Und zwar muss man da vom Gas runter und dann habe ich gelenkt. Und was passiert beim Heckantrieb, Lastwechsel, dir bricht das Auto aus. Ich habe es einfach nicht geschafft, bis dann mal ein Rennfahrer vom 318 Ti Cup, der stand neben mir, der dann gesagt hat, hey, du musst am Gas bleiben, das Auto muss weiter ziehen. Das heißt, auch wenn du bremst, ein bisschen am Gas bleiben. Tatsächlich ausprobiert, also einfach noch auf Last gehen, ja, mit dem Auto. Das heißt, ein bisschen Gas geben, nicht viel und trotzdem bremsen durch die Kurve fahren, aber am Gas bleiben. Und siehe da, es ging durch. Naja, bis zur Sachskurve, aber ich bin durchgekommen, ne? Das ist natürlich frustrierend. Und deswegen muss man sagen, dass die Fahrzeuge verhalten sich heute absolut realistisch, egal ob jetzt Konsole, da kommen wir auch schon ziemlich nah dran, also das, was wir jetzt sehen. Und auch am PC, und ich habe es gestern im Stream gesagt, sag's heute nochmal, wer in dem Sim Racing Auto schnell ist, der wird wahrscheinlich auch keine Probleme haben, ein echtes Rennauto zu fahren. Also vom Können her, wenn du das schon mal schaffst zu beherrschen, also es sind keine Hilfen, es gibt es natürlich, auch wie auch hier, aber der Unterschied ist jetzt gerade nochmal im Porsche Cup zurückzukommen, der hat keine elektronischen Hilfen erlaubt. Also es gibt in den realen Rennautos, gibt es elektronische Hilfe, das ist natürlich dann auch 1:1 in der Simulation. Und es gibt natürlich keine Hilfen. Und im Porsche Cup, soweit ich weiß, widersprich mir, wenn es anders ist, aber da weiß ich, die Autos fahren dort ohne Hilfen. Also keine Traktionskontrolle, kein ABS. Man muss wirklich das Auto selber beherrschen. Es hat auch mal der Tim aus Spaß gemacht, der ist mal mit so einem Auto hier in so einem Rennen mitgefahren bei uns in den Couchmasters. Ohne Hilfen, während die anderen alle Traktionshilfe und ABS hatten, ist er ohne mitgefahren. War auch beeindruckend. Von daher schon eine coole Sache, der Porsche Cup. Ich erinnere mich an das Rennen noch ganz genau. Und da ist Tim sogar gar nicht mal so verkehrt gefahren. Der kam zwar das ein oder andere Mal etwas raus, ja. Da sehen wir gerade Angelo Ramazzotti durch einen kleinen Bremsfehler, Verbremser, wie er mal die Grashalme hat zählen wollen. Ja, schade, aber man hat die Flaggenzeichen, finde ich auch immer beeindruckend. War jetzt das die passende Flaggenzeichen. Ich weiß nicht, gibt es noch Zuschauer draußen am Chat? War die weiße Flagge? Also ich weiß, was es bedeutet. Weißt du auch, was die weiße Flagge bedeutet? Sag mal nix. Ich sag nicht, was sie bedeutet, aber ja, ich weiß, was sie bedeutet. Also wenn einer... Ja. Und hier sehen wir gerade die blaue Flagge, die haben wir jetzt auch gerade von dem einen Marshall gesehen. Auch deren Bedeutung sollte man kennen, wenn man im Motorsport unterwegs ist, egal ob Sim Racing oder Real Motorsport.
eine wichtige Flagge. Aber wie gesagt, weiße Flagge. Gibt es im Chat nochmal jemand? Weiß das? Haben wir, glaube ich, schon mal gefragt. Mal gucken, ob jemand aufgepasst hat, noch da ist. Wir brauchen so Geräusche, die ich einspielen kann. Ich hätte so eine zirpende Grille, hätte ich jetzt gern. Zirp, zirp, zirp. Das, wenn das alles ist, ich unterstütze dich mit meinem besten Wissen. Also, ich möchte gern, ich habe hier so eine tolle Tastatur, die so programmiert, also so ähnlich wie ein Stream Deck. Da kann ich so voreingespeicherte Sachen machen, da wären so Geräusche cool. Kannst dich auch mal informieren, zirpende Grille, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, oder wenn es irgendwas ist, was man besser unkommentiert lässt, dann so zirp, zirp, fände ich ganz cool irgendwie. Ich habe übrigens, ja, ich habe vorhin mal kurz mein Mikrofon ausgeschaltet, ich habe einen Stuhl 3-4 cm höher bekommen, also bin jetzt wieder ein bisschen entlastet, aber immer noch nicht so richtig. Deswegen warst du mal, war dein Mikrofon mal kurz aus. Man hat mich doch hier rumturnen sehen, ja. Ja, genau. So, Erhaduk hier auf P1 jetzt aktuell in der Box. Ja, muss ja, mal gucken, wie er rauskommt. Wir halten fest, er ist von hinten gestartet. Letzter, also aus der Box. Timmy aus eigentlich der Box. Auch, ja. Ja, Timmy hat eine Durchfahrtsstrafe kassiert. Der Tim? Ich bin empört. Ja. Ich bin empört. Der hat doch eine Vorbildfunktion. Das gibt's doch nicht. Tim. Aber meine, wir müssen es ihm gut schreiben, es ist auch nur ein Mensch. Es vielleicht hat er gedacht, ich muss mal was machen. Ihm dürfen. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Als Sportdirektor der Couchmasters, oder er wollte mal testen, ob die Strafen eingeschaltet sind, keine Ahnung. Oder er wollte vielleicht uns testen, ob wir es mitbekommen haben. Das kann auch sein, das kann ich ihm auch zutrauen, naja. Aber da kann ich ihn beruhigen, in diesem Sinne virtuell an Tim. Ich habe hier 3 Monitore stehen mit 3 Bildern. Ja, ich hab's mitbekommen. Hier, schau mal, wenn er wieder draußen ist, tatsächlich auf Platz 5 schon, der Roland. Ja, also da, ich würde es ihm zutrauen, dass er sich noch mit dem Ronny anlegt. Also ich könnte mir unter Umständen vorstellen, weil es sind ja noch über 20 Minuten Fahrzeit, dass er sich da wieder vorkämpft und noch den ein oder anderen Zweikampf fährt. Also ich bin ja einfach richtig froh, oder mich freut es ja, dass Roland Hoffmann vom Silverback Sim Racing dabei ist. Auch ein Riesenteam. Ich glaube, die sind bei uns auch gewachsen. Die fahren mittlerweile andere Ligen. Also da drücke ich ihnen auch immer die Daumen. Ich würde behaupten, dass sie von uns sich gefunden haben und rausgegangen sind in die Welt. Also ist natürlich auch schön, wenn man dann sieht, was bei den Couchmasters zusammenwächst. So Rennteams, die dann auch andere Ligen fahren. Also da sind wir überhaupt kein Böse, wenn ihr noch woanders am Start seid oder euch da firmiert. Es ist ja auch super Werbung, wenn euch mal einer fragt, wo habt ihr denn angefangen, wo habt ihr euch getroffen? Und es kommt dann wieder zu uns und wir da so eine Möglichkeit den Teams bieten. Ich hänge einfach an diesen großen Teams. Das war jetzt zum einen auch Silverback Sim Racing. Dann Intruder Racing sind schon lange dabei. Das sind so ein paar Teams, die einfach an denen ich hänge, die auch ganz groß sind, einfach weil wir ohne die ja am Anfang auch nichts waren. Dann zum Beispiel auch, heute heißen sie anders, es ist K. Kremmer Racing Esports, die fahren ja bei uns auch mit. Die haben das Team hat ja auch ein richtigen Team, die haben sich da zusammen, war mal früher ein anderes Team, der einen anderen Teamnamen möchte ich jetzt auch einfach nicht mehr sagen, weil die ja auch jetzt mit diesem Sponsor nichts mehr zu tun haben. Und von daher, oder kann man ja sagen, früher war es einfach das Wash-On Racing Team, heute ist es K. Kremmer Racing Esports und das ist auch ein großes Team und das finde ich halt einfach schön. Und ja, der Roland jetzt hier quasi nochmal die Fahne hochhält vom Silverback Sim Racing. Ich hoffe doch so, dass er da noch ist. Er kommt ja aus Niederösterreich, also österreichischer Fahrer. Weiß gar nicht, wie er auf uns aufmerksam geworden ist, aber es ist auch interessant zu sehen am Anfang oder halt jetzt, wie immer mehr Nationen dazukommen. Ich kann mal zählen, kurz, während du ja vielleicht auch noch was zum Besten geben kannst, wie viele Nationen wir mittlerweile nur auf Konsole haben. Ne? Nur auf Konsole? Nur auf Konsole. Nur auf Konsole. Ich zähle mal kurz, kann ein bisschen länger dauern. Vielleicht kannst du während was erzählen, weil dann kriegen wir auch wieder einen neuen Follower. Natürlich. Also vorneweg, ich tendiere mal so auf 7 verschiedene Nationen haben wir auf der PlayStation. Würde ich jetzt mal tendieren. So in die Richtung. Und dann, ja, du hast es angesprochen, die großen Teams. Du hast gespitzelt.
Tatsächlich habe ich nicht gespitzelt. Das war jetzt gespitzelt. Rein. Du hast voll getroffen. Ey, 7 Nationen. Echt? Überlegt euch mal da draußen, wir haben 7 Nationen. Wenn wir überlegen, die Anfänge noch, wenn ihr euch mal die Videos anschaut von Anfang 2000. Mittlerweile haben wir über hunderte Discord-Fahrer. Wir fahren in 6 Klassen mittlerweile. Es kommt noch eine neue dazu vom BMC, vom Badischen Motorsportclub Hockenheim. Danke da auch nochmal dafür. Das ist unglaublich. 7 Nationen haben wir. Über hunderte Fahrer in 6 Klassen, PC, Konsole. Wir haben Assetto Corsa, sind wir jetzt ja überwiegend. Aber auch nochmal den Aufruf da draußen an euch alle. Falls ihr dieses Video jetzt gerade seht und einschaltet und denkt, ey cool, die machen da Rennsport, die labern recht ganz interessant und die machen das richtig cool. Wenn ihr ein paar Kumpels seid und fahrt vielleicht Formel 1 oder irgendwas, irgendein Rennspiel, egal was, man kann damit Rennen fahren und ihr seid da vielleicht schon eine kleine Community oder eine Clique und ihr würdet denken, hey, das wäre ja auch mal cool, wenn man dann Rennen fährt und es überträgt, dann machen wir das. Meldet euch, wir können mit euch zusammen, wir haben das Know-how, wir können euch helfen mit Reglements und. Wir unterstützen euch da gerne, ihr könnt unter dem Dach der Couchmasters fahren, ihr könnt es selber planen und auch ein bisschen ja, euch damit einbringen und es selber machen. Oder wir unterstützen euch da und dann fahren wir. Wir müssen wissen, was euch Spaß macht. Wir sind auch konsolenunabhängig. Wenn ihr auf der Xbox unterwegs seid oder auf der PlayStation, auf dem PC, ist völlig egal. Aktuell sind wir halt unterwegs auf Assetto Corsa, weil es halt momentan das Spiel ist, die Simulation, jetzt kriege ich schon wieder Ärger. Wenn der Siegfried da wäre, der würde mir schon wieder den Kopf abreißen. Wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Also, egal, was ihr fahren wollt, wir helfen euch, wir ziehen mit euch die Meisterschaft auf. Hauptsache, wir können Rennen fahren, wir sind auch dabei, alles zu streamen. Das nächste wird sein, einfach der 911 Cup, da hätte ich mal Bock drauf. 911 Cup macht doch der... Was haben wir da gehabt? Achtung. Warte. One Trunks alias... Stefan Hepp, aber ist er noch einer? Stefan Hepp. Und wer war es noch? Der Maurice, warte mal, ich muss mal gucken. Nee. Ja, der Maurice. Genau. Maurice und Stefan machen den Porsche Cup. Ja, also wenn ihr gerade zugucken solltet, wäre es ziemlich cool. Ich sag euch nochmal, dass wir das vielleicht auch nochmal streamen, die Geschichte. Das fände ich halt natürlich auch sehr cool. Ich gucke jetzt nochmal, wann die fahren. Ich gucke mal in den Morgen. Kalender. Morgen. Morgen ist das nächste Rennen Donington Park, 1.2. Wann starten die auch? 20 Uhr, gell? Nee, die starten 19.15 Uhr mit dem Qualifying. Da haben wir ein Problem, weil da liegt so ein pelziges Ding neben mir. Jetzt hat morgen einen Termin. Also es wird schwierig. Wir gucken mal, wie wir das irgendwie hinkriegen. Aber wenn, oder Suzuka, was auch eine recht schöne, interessante Strecke ist. Ja, tatsächlich, ja. Am 20.02. wäre Suzuka. Also wir klären das nochmal ab. Und vielleicht wäre es ganz gut. Ja, wenn wir da nochmal Rücksprache mit denen halten, dass wir das nochmal abstimmen. Und ganz einfach, ihr geht auf den Instagram-Kanal von Couchmasters oder SAS Mutterblog, da werdet ihr dann informiert, ob wir es übertragen, genauso wie in Facebook, da werden wir das auch posten, ob wir das machen. Ich würde jetzt mal sagen 20.02., aber haben wir da keine Überschneidung? Müssen wir mal gucken. Nee, da das ein Dienstag ist und Dienstag sind meines Wissens aktuell nichts. Ja, Wüsste ich auch. Ja. Das kann ich dir sogar schon aus dem Kopf raus sagen. Jo. Ja, ich wurde da so ein bisschen mit reingeholt als Moderator. Da muss man sich vorbereiten. Da muss man sich vorbereiten, ja. Chris, ich kann dir sagen, das ist Arbeit. Nein, Spaß beiseite. Wem sagst du das? Ich weiß, dass wir sonntags, montags und dienstags Rennen haben. Ja. Dienstags war immer mein Porsche-Tag, montags früher mal auf der PlayStation mein Renntag. Jetzt sind eigentlich montags und jeder zweite Sonntag meine Kommentatorentage, an dem ich in mein Kommentatorenstudio mich begebe. Die von den Couchmasters haben dich aber ganz schön ordentlich eingebunden, ne? Ich würde mal behaupten, ich habe mich angeboten und stelle einfach auch meine Hilfe gerne zur Verfügung, weil es auch Spaß macht. Weil hintendran ist nicht nur der Chris, ist nicht nur der Tim, die das Ganze machen. Das ist ein ganzes Team, was
hinten dran rumwuselt, rumfuhrwerkt und die Finger mit im Spiel haben. Es ist einfach ein klasse Team und da macht es dann auch einfach Spaß, Teil davon zu sein. Deswegen mache ich das Ganze. Also mit Frau und Kind manchmal zeitlich etwas schwieriger, aber es ist alles möglich. Selbst meine Frau trägt schon Teil dazu bei. Heute habe ich ihn bisher noch nicht gesehen. Unser Gewinnspielkönig. Der Lübi Senior, ja. Der war auch gestern nicht dabei. Wir hatten ja gestern ein Gewinnspiel, war er nicht am Start. Aber sein Sohn hat abgeräumt. Nein. Doch, der Christian hat gewonnen. Das musst du dir mal vorstellen. Die Löberts, wenn die reinkommen, die gewinnen einfach diese. Das ist unglaublich, ey. Meine Frau beteiligt sich da auch schon mit den Kissen. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir nochmal zeigen. Ich hoffe, dass wir das machen. Wir geben das mal alles ab. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, auch mit dem Shirt, das ich anhabe, haben wir von dir. Danke. Bist ja auch. Ja, da haben wir ja auch schon, sind wir ja auch schon am Überlegen, also was ist denn, so eine individuelle Kollektion zu machen. Ja. Also. Da werdet ihr aber auf jeden Fall mit den Infos versorgt noch, ja. Genau. Ihr bekommt definitiv noch Infos. Wir sind am Planen für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Verfolgt fleißig weiter die Streams. Da hauen wir vielleicht demnächst mal so das ein oder andere Special raus. Wird sicherlich interessant. Ja. Somit zu sehen auch nicht nur heiße Renn-Action hier jetzt bei guck mal, genau, was auf den Plätzen 4 und 5. Ronny. Ja. Der 0,7 Sekunden Abstand hat, Sebo hinter Tim mit 0,3 Sekunden, wo du drauf bist, auch ein enges Duell. Also schon nach einer Dreiviertelstunde Rennaction sitzen die Fahrer immer noch so nah zusammen. Da will wirklich jeder in das All-Star-Finale. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt dann auch mal gespannt. Hier ist jetzt natürlich die Positionskämpfe, wie wir gesagt haben, der Ronny Schreier, aber da hat er jetzt wieder verloren, jetzt ist er über einer Sekunde, eben war er unter einer Sekunde. Ich glaube, der geht ganz schön auf der Gerade, der Bentley, ne? Ja, aber der Lexus ist auch nicht zu unterschätzen. Die beiden gehen doch ganz gut, also... Ja, aber guck mal, er hat ihm ja jetzt ordentlich abgenommen, also ich sag mal, das müsste der dritte... dritter und vierter Sektor ist der Ronny richtig gut unterwegs. Wenn dann zweiter und dritter Sektor. Es gibt ja genau. Nur drei Sektoren. Ich habe ungefähr so klein kann ich die Karte sehen. Und die Striche, die sind wahrscheinlich so. Warte mal, wenn ein Auto davor ist, genau, haben wir eins. Genau, es muss der zweite und dritte. Da ist er schneller, wobei ich glaube, so ab der Mitte des zweiten Sektors und der dritten. Ne? Ah, das ist statt in, genau, alles klar. Nummer eins, zwei, drei, genau. Ich glaube, ich stifte dir mal noch einen Monitor, dass du auf XXL schauen kannst, dass du die Kartegröße hast. Na, ich habe jetzt den OBS drin, das ist ein bisschen kleiner. Am PC habe ich es nebenlaufen, das ist groß. Hier gucke ich natürlich über OBS, da ist der Bildschirm nicht so groß. Aber lass uns lieber in wichtige Dinge investieren. Ich habe jetzt schon mal gute Sachen. Wir investieren lieber in unsere Fahrer und Zuschauer. Definitiv. Genau. Und jetzt haben wir noch 13 Minuten und 5 Sekunden, jetzt genau 13 Sekunden haben wir noch, 13 Minuten zu fahren. Yoshimitsu, wir wissen ja, dass es ein super Fahrer ist und wenn ich das richtig sehe, hat er über 32 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Ja. Brutal. Das ist... Junge. Echte Hausnummer. Der ist da mit dem Vorschlaghammer durch die Wand durch und hat sich da mal ganz kräftig aus dem Staub gemacht. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, mein Werkskollege im zweiten Ferrari, dem gebe ich mal keine Chance. Der jetzt allerdings, der war mal vorhin viel weiter weg. Jetzt ist er nur noch ein bisschen mehr wie eine halbe Sekunde hinter François. Ja. Der aber auch unter einer Sekunde Abstand hat zu Daniel Schmeen. Also. Ja, da können wir mal hinschalten, und, ja. Und die Kombination mit Sebo. Oh, guck mal, da kommt eine ganze Kolonne. Das ist ein Dreierpack. Ah, das ist ein Viererpack mittlerweile. Guck das immer an.
Oh, jetzt der François. Überleg mal, der François war in der Kollision verwickelt, war als erstes in der Box. Der fährt schon wieder auf Platz 7. Tim Steinbrecher mittendrin. Sebo hat die ganze Zeit aufgeholt an den Tim. Also, das sind richtig. Also, ich bin begeistert heute durchweg von jedem Fahrer. Auch egal, wo sie fahren, ob es der Racer 66619, ich sag jetzt einfach mal nur Racer, oder P206, Maliato, Ackermann, Hammervoll, King. Also, heute ein durchwachsenes Rennen, eine super Leistung. Aber jetzt guck dir mal die schöne Vierergruppe an. 10 Minuten vor Schluss quasi oder 11 Minuten vor Schluss. Da bin ich mal gespannt. Jetzt die Nerven behalten. Ja, das ist es. Die Nerven behalten. Da will jetzt jeder nochmal vorne rangehen. Ja. Oh, jetzt. Aber guck mal, du guckst in den Rückspiegel als Daniel, als Schmähn, ja. Und dann stellst du fest, Alter, ich habe 4 Typen im Hintergrund, die an mir vorbei wollen. Was passiert denn da? François greift jetzt den Tim an. Innenrin, oh, packt er. Die nächste ist natürlich nach rechts. Da hat der Tim der Vorteil, habe ich ja vorhin erzählt. Aber außenrum, François, das langt nicht ganz. Da kann er wieder ein bisschen eher ans Gas, der Tim. Aber hat sich schon mal angekündigt. Hat er richtig cool gemacht. Oh nein! Nein! Gott, nein! Oh, da wollte er zu viel. Aber er hat heute gezeigt, dass es ein absolut Spitzenfahrer ist. Das tut mir wahnsinnig leid für François. Jetzt muss er natürlich aufpassen. Gibt es hier auch Unsafe Release? Also wenn ich wieder unvorsichtig zurück auf die Strecke komme, aber das macht er richtig gut. Ich hoffe jetzt nur, dass er es hinten sehen kann. Meine Güte, das tut mir doch so leid für den Kerl. Was der heute ein geiles Rennen gezeigt hat, François. Und trotzdem, ja, aber da hat er einfach die Kontrolle übers Heck verloren. Ja, das war jetzt schlicht und ergreifend Pech. Das war noch nicht mal mehr... Jetzt kann aber der Daniel Schmähn, der kann jetzt mal ordentlich aufatmen. Also Daniel Schmähn vom srsmotorsport.de, der kann jetzt mal ordentlich aufatmen. Also da muss ich mir selber mal die Arme hochhalten. Aber so groß aufatmen kann er da nicht, weil der Daniel weiß ja, dass der Tim schon gut kann. Ja. Und wenn man da schon allein die Farben im Hintergrund sieht, auf das Tableau dann links spickt und sieht, Timinowski ist hinter mir, da wird einem doch manchmal schon ganz anders. Ja, was mich beeindruckt, ist der Sebo, der lässt ordentlich laufen. Der Tim kann ihn nicht abschütteln. Der Sebo ist wie ein Schatten beim Tim. Der hat vorhin auch die Zeit ein bisschen enger gefahren. Beeindruckend einfach, finde ich. Wir wissen ja, Tim ist ja auch gut. Wobei, der hat es ja jetzt schon geschafft. Aber Sebo... Ronny Schreier auf 5. Gut, der muss nicht mehr rein. Roland Hoffmann auf 4. Als letzter gestartet. Als letzter gestartet mit Problemen von seiner Lenkradbase. Ja. Und jetzt auf P4 ist sozusagen mit auf dem vorletzten Quali-Platz, wenn er den halten kann. Ich drücke ihm natürlich alle Daumen. Ackermann, gerade mit der Durchfahrtsstrafe. Ei, schade. Das wäre wahrscheinlich 8 Minuten vor Schluss. Also wir bleiben mal kurz auf dieses Getümmel. Das ist nämlich gerade sehr spannend. Wobei ich auch sehe, dass der Angelo Ramazzot, der ist schon in der Top 10, aber der will noch einen Platz nach vorne. Jetzt greift er gleich den X12 R13 an. X12 R13 mit der Startnummer 1 hier im pinkfarbenen Bentley und hinten dran der Angelo. Also ich kann dir mal so viel sagen, ich bin mal auf den Dreier gespannt drauf. Ja, ich bleib mal hier kurz, ja. Tim hatte vorhin mal über eine Sekunde Rückstand auf Daniel Schmähn. Mittlerweile sind es nur noch 0,451 Sekunden. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Auch wenn der Tim weiß, er ist schon qualifiziert, ich denke mal, der Daniel weiß das auch. Ja. Aber das ist jetzt so ein persönliches Anliegen. Ah, da lässt er ihn ziehen, okay. Gut, wer ist vorbei? Sag mal kurz. Der Tim ist vorbei und der Sebo ist vorbei. Guck mal, die zwei sind ein echter Zug. Das ist der D-Zug schlechthin. Der Tim und der Sebo, die fahren gerade wirklich ultra schnell. Ich glaube, dass gleich beim Daniel Schmähn ein bisschen auch jetzt die Reifen einbrechen vielleicht, dass er vielleicht nicht ganz so aushalten konnte, weil er muss ja echt Gas geben, weil er muss sich ja vor den 4 verteidigen, dass da vielleicht einfach das Material ein bisschen mehr beansprucht ist. Und ich finde eigentlich,
nicht, dass ich jetzt einen Fahrer übermäßig loben will, aber der Sebo, der macht's gescheit. Der greift noch nicht an, der lässt sich ziehen vom Tim im Windschatten. Das heißt, er spart Sprit, er spart Reifen, er hat noch ein bisschen genügend Abstand, aber immer noch im Windschatten und hebt sich wahrscheinlich auch nochmal dann das auf gegen Ende, um den Tim anzugreifen. Natürlich braucht der Tim jetzt nicht mehr weiter vorne, er ist schon qualifiziert, aber ich finde, das macht der Sebo momentan sehr genial. Also Sebo hier, der Bentley, den wir hier im Bild haben, mit der Startnummer 11, zack, da fährt er an uns vorbei. Der macht es richtig gut. Also der macht Druck, er ist mit dabei, aber schon das Material. Er hat eben hier ordentliche zwei Spuren gezogen beim Rausbeschleunigen. Ja, also das ist das, was ich vorhin auch schon immer mal wieder erwähnt habe. Einfach dieses den Windschatten ausnutzen, hinterherfahren und dann bei dem kleinsten Fehler einfach direkt vorbeiziehen. Ja, man kann sich aber auch helfen. Es ist ja oft so, dass man jetzt nicht unbedingt gleich fighten muss. Wenn wir jetzt mal sagen würden, hier X12, R13 und der Angelo, die fahren ja hier jetzt und vorne dran ist der Daniel. Ja? Oh, Sebo kriegt eine Durchfahrtsstrafe. Nein, ich habe ihn noch so schön gelobt. Hat er zu viel Track Limit wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, ja. Genau, was ich noch zurückzukommen will. Also wenn die jetzt einen Abstand haben, X12, R13 und der Angelo, vorne dran zum Daniel. Und wenn die sich jetzt bekriegen, wenn die sich nicht einig sind, das heißt, die müssen sich verteidigen, dann fahren die nicht Linie, sind nicht schnell, dann kann man auch mal auch als Gegner zusammenarbeiten und sagen, pass auf, ich gebe Gas, ich ziehe dich ein bisschen, wir fahren die Lücke zu und dann kämpft wieder jeder für sich. Aber dann sind sie dran. Wenn sie aber sich verteidigen müssen und kämpfen, dann werden sie langsam, dann können sie diese Lücke zum Vordermann nicht zuschließen. Deswegen macht es durchaus mal Sinn, vielleicht auch als Gegner erstmal zusammenzuarbeiten, um die Lücke zuzufahren und dann gemeinsam oder jeder wieder für sich zu gucken, dass man da vorbeikommt. Also kommt man halt einfach nicht an den Vordermann näher ran. Das ist also eine Möglichkeit, was man machen kann. So, sind wir mal gespannt. Ich schalte mal zwischen denen jetzt hin und her. Wir haben noch jetzt genau 5 Minuten zu fahren. Dann ist auch das Qualifikationsrennen 2 der PlayStation All-Star wieder Geschichte. Es hat wieder viel zu sehen gegeben. Es ist viel passiert. Vor allen Dingen war es, fand ich heute sehr spannend. Es gab enge Zweikämpfe. Ja, leider gab es auch die ein oder andere Kollision. Aber unterm Strich muss ich doch ehrlich was sagen, war ein sehr faires Rennen. Wir haben gesehen, aktuell auf Platz 4 stehend, Erhaduk ist als Letzter aus der Box gestartet. Das muss man sich mal überlegen. Da ist ein Bild, Fahrer aus Österreich. Das muss man sich echt mal überlegen. Letzter aus der Box und ist 4. Damit qualifiziert er sich ja auch fürs Finale, ne? Ganz genau so schaut's aus. P1 bis P5 qualifiziert sich. Ronny Schreier fliegt in dem Sinne raus, weil der aber ist schon qualifiziert. Genau, ist schon qualifiziert. Tim genauso auch. Wie Tim. Sprich, Daniel Schmeen rückt nach. Ja. Aber jetzt haben wir wieder überall. Jetzt wird es hier, glaube ich. Oh, guck dir sie mal an, da kommen sie alle angeflogen in einer Linie. Und das kurz vor Schluss. Wir haben X12R und der Angelo, der kommt einfach nicht vorbei. Der aber jetzt muss er langsam mal, jetzt muss er ein bisschen Druck machen. Also jetzt die Lücke vorne zum Daniel werden sie nicht zufahren, weil die müssen jetzt aufpassen. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, das ist Überrundung. Ne, Hammerfall King kommt auch noch mit dazu. Ja. Guck dir mal dieses Dreierpack an. Also ich würde mal jetzt noch ein bisschen da drauf bleiben und mir das angucken. Natürlich möchte ich gerne die Zieldurchfahrt von Anfang 1 durchschalten, aber das ist natürlich spannend. So, jetzt muss er mal langsam sich ein bisschen ankündigen, aber X12 R13 fährt jetzt in die Mitte. Das ist sozusagen die Tür zugeschmissen. Hört man ja auch oft den Begriff auf der Rennstrecke oder der macht dazu. Das hat er nämlich gemacht. Er ist in die Kurve mittig gefahren. Damit hat er verhindert, dass ein anderer Fahrer rechts reingeht, den Vorteil hat und rumgeht. Also er weiß auch, wie es geht, ist alles zulässig, aber schau dir die drei jetzt mal an. Also X12, R13 haben wir da, Angelo Ramazzot hinten dran, Hammerfall King. Hammerfall King haben wir ja auch einen richtigen Namen, haben wir ihn doch auch. Das ist der Jack Hausinger. Jack Hausinger fährt hier fürs Team DOD Racing. Oh, X12, R13 geht da jetzt ein bisschen weit über die Curbs, ne? Und hat dadurch die Track Limits überschritten. Die hat er vorher schon, die Strafe. Ah, die hat er vorher schon gehabt? Die hat er vorher schon gehabt, also es muss, oder? Oder habe ich das verwechselt mit Sebro? Das kann natürlich sein.
Entschuldigung, genau. Schade, damit kriegt er die Durchfahrtsstrafe, 2 Minuten Verschluss, und er hat ja auch ein super Rennen gezeigt, ne, wie der gefightet hat. Ja. Ich leide mit den Fahrern. Oh Mann, ich gönne es wirklich. Also klar, es gibt Regeln, an die muss man sich halten, aber wenn ich könnte, würde ich sagen, oh, komm. Aber es kann halt auch nicht, er hat dann halt einen Vorteil für einen anderen, aber es tut mir schon leid, gerade wenn sie heute echt überzeugt haben. Also ich bin heute, was das Fahrerischen von allen Fahrern angeht, egal auf welchem Platz, bin ich einfach beeindruckt. Es hat heute echt Spaß gemacht zuzugucken. Und jetzt auch gleich das Finale. Wir haben die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Jetzt fährt er rein. Schade. Also X12 R13, mein Respekt hast du gehabt. Es ist ein tolles Rennen. Es passiert halt leider mal mit dem Track Limit. Da ist kein Fahrer davor gefallen. Wir haben es ja auch vorhin beim Tim gesehen. Ne? Ja. Ja. Also von daher Kopf hoch. Es gibt noch viele weitere Rennen bei den Couchmaster. Ich hoffe, du bist auch weiter am Start. Die nächsten 2 Qualifikationsrennen kommen noch definitiv. Was ist denn da los? Entschuldigung, wenn ich hier gerade reingrätsche. Ich glaube, das ist die Spitze, hä? Ja. Also nicht ganz Ronan die Spitze. Und Roland. Ach du meine Güte, die letzte Minute vor Schluss, die ersten 3 zusammen. Leute. Also da kann man sich heute nicht beklagen, oder? Da kann man sich nicht beklagen, was da heute geliefert wird. Hazehunter, ja. Das ist jetzt die vorletzte Runde. Der Führende ist jetzt in der letzten Rennrunde. Den wollen wir auch nochmal kurz zeigen. Der Yoshimitsu im Ferrari. Auch für ihn ein super Rennen heute. Ist ja wie ein Schweizer Uhrwerk gelaufen. Das ist eine ziemlich klare Sache. Da geht's gerade richtig zur Sache. Also Hazehunter will ja, dann... Ja. Oh Gott, die letzte Runde. Also ist jetzt die letzte Runde und die Platz 2, 3, 4 im Fight, Leute. Leute, da fährt Platz 2, 3 und 4. Motorsport, jetzt kommt der Angriff von Hazehunter, der versucht's nochmal, aber schafft's noch nicht. Guck mal, jetzt geht's aber spät auf der Bremse, Ronin. Muss weit gehen und dann kommt er durch. Hazehunter schlüpft jetzt noch kurz vor Schluss in der letzten Runde durch. Oh Mann, ist das ein Pech. Ronin ja auch ein super gutes Rennen gefahren. Kommt jetzt gleich nochmal der Konter. Jawohl, hier gleich nochmal der Konter. Roland Hoffmann auch mit dabei. Macht bloß keinen Fehler, Jungs. Fahrt das Ding, fährt zu Ende. Roland setzt sich nochmal nebendran. Eieiei, der kommt nicht durch. Also sorry, wenn ich dich gerade... Aber ich bin da ja immer voll euphorisch, du weißt es ja. Ronin setzt sich jetzt nochmal durch. Hazehunter muss ein bisschen zurückstecken und der Roland Hoffmann, auch wenn es mir schwerfällt. Ich würde natürlich Yoshimitsu zeigen, wenn er drüber fährt, aber ich glaube, es verstehen alle, wenn wir hier kurz bleiben und uns das hier nochmal anschauen. Es ist die letzte Runde. Jetzt zieht sich das nochmal alles ein bisschen auseinander. Ein bisschen über die Curbs stark. Aber beim Lexus, die Curbs, wenn der mal richtig läuft... macht er das wunderbar mit, ja. Da kann der richtig herzlichen drüber Glückwunsch. Räubern. Also gewonnen hat hier Yoshimitsu. So, jetzt gleich wieder zurück. Den haben wir kurz im Bild gehabt, den Ferrari war Yoshimitsu. Jetzt hier, Platz 2, 3, 4 innerhalb einer Sekunde. Leute, jetzt geht's gleich nochmal hier rum. Und die letzte Kurve ist... da geht er weiter, Roland, das verliert er ein bisschen. Die sind entscheidend. Ja. Oh, Ronin schafft es noch, aber das war eine richtig harte Nummer. Er schafft es noch jetzt wirklich den Platz 2 heimzufahren. Er ist super gut gefahren. Wow, also Glückwunsch. Da kommt nochmal der Angriff. Jetzt versuchen sie natürlich über den Windschatten. Jawohl, Ronin auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3 geht an Hazehunter. Hier haben wir ihn im Bild. Und natürlich auf Platz 4 vom letzten Platz gestartet ist der Roland Hoffmann aus Österreich. Super. Tim Steinbrecher auf 5 ebenfalls vom letzten Platz gestartet. Gut, da hätten wir ja fast nichts anderes erwartet. Aber ich glaube, der hat sich heute auch ein bisschen zurückgehalten. Auch hier nochmal Glückwunsch für Platz 5 für den Tim Steinbrecher. Dann Ronny Schreier auch. Herzlichen Glückwunsch. Daniel Schmeen auf Platz 7. Alles Gute hier für Platz 7. Hammerfall King kommt jetzt auch noch gleich rein als guter Achter noch in der Top 10. Also auch sehr, sehr gut gefahren. Haben wir heute alle ein gutes Rennen gezeigt. Am Anfang ein bisschen turbulent. Ja, da hat er sich dann nochmal durchgesetzt. Angelo Ramazzot auch nochmal hier. Glückwunsch an dich. Hier fahren sie beide über Ziel. Nochmal Hammerfall King. Glückwunsch an Angelo Ramazzot. François war ein echter Kämpfer, durchweg, durch und durch, super gemacht, hier auf Platz 10 in den Top 10 an. Sebo, sehr schade, Durchfahrtsstrafe, war aber vorne mit dabei, im Tim in den Fersen, hat heute auch ein super spektakuläres Rennen gezeigt. Genauso wie X12 R13, auch leider
mit der Durchfahrtsstrafe, Track Limit, aber auch ein gutes Rennen gezeigt. Dann Aggermann haben wir natürlich auch super Leistung. Auch nochmal von hinten her gefahren in der Kollision, hier noch auf Platz 13 reingekommen. Magliato auch nochmal auf 14. Dann P206 Freak ist auch mit dabei, auf 15 hervorragend gefahren. Und auf 16 Racer 666.019 auch hier beendet. Mega tolle Rennen heute von allen hier. Und Christian Löbert musste leider aufgeben. Also, super schade. Ja, aber super schade. War jetzt mal aufregend, ne? Ja, von mir nicht nur an das Podium, nicht nur an die Top 5, sondern an alle Fahrer. Herzlichen Glückwunsch, bis zum Schluss so eine Renn-Action zu bieten. Das spricht schon ein bisschen von angenehm verrückten Wahnsinn. Ihr seid einfach verrückt, dass ihr das bis zum Schluss durchzieht. Ganz großes Kino habt ihr heute mal wieder bewiesen. Ja. Uns würde es natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim nächsten Qualifying-Rennen, auch wenn ihr euch vielleicht schon qualifiziert habt, seid dabei, macht es einfach ein bisschen spannender. Genauso wie heute. Ja. Roland ein bisschen zu weit gefahren in die Box. Ja. Ja, also wenn ihr wieder dabei seid, nicht vergessen, und zwar am 7.2. in Sandford fahren wir nochmal das nächste Ausscheidungsrennen beziehungsweise Qualifikationsrennen 3 in Sandford am 7.2. PlayStation All-Stars, würde ich mich freuen. Dann am Sonntag haben wir ja auch wieder PC am Start. Da sind wir auch wieder live. Und dann werden wir euch nochmal informieren auf unseren Kanälen über den Porsche Cup, den wir auch gerne mal streamen würden. Und zwar, wenn ihr gerne mal mitfahren wollt oder sonstige Infos braucht, schaut vorbei, www.couchmasters.de. Ihr findet uns auch in Instagram, da haben wir einen eigenen Kanal, Couchmasters, genauso wie Sas Mutterblog, der offizielle Partner. Und auch in Facebook ist die Couchmasters vertreten oder sind die Couchmasters vertreten, einmal mit einer Fanseite und auch mit einer Gruppe. Das Einfachste, was für euch wenig Aufwand ist, wäre toll, wenn ihr das alles besucht und abonniert und liked. Das wäre für uns eine große Hilfe. Wenn ihr natürlich edle Spender sein wollt, dann geht einfach nochmal nach unten und da gibt es eine Möglichkeit, Trinkgeld geben und dann können wir auch ein bisschen noch mehr aufbauen, noch mehr Rennserien für euch. Danke an der Stelle auch nochmal an den Badischen Motorsportclub in Hockenheim, die uns auch hier massiv unterstützen und die auch bald mit einer eigenen Rennserie im iRacing am Start sind, und zwar Nesca Ovalsport. Natürlich auch ein paar andere Rennstrecken, aber da werdet ihr auch zur gegebenen Zeit mehr erfahren, die unterwegs. Ja, Philipp, was ein Rennen, oder, heute? Ach, also echt verrückt. Was wir heute gesehen haben, muss ich ehrlich was sagen, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, immer noch so ein bisschen voller Adrenalin, einfach nur vom Zuschauen und Kommentieren. Wir haben gesehen, Fahrer, die aus der Box gestartet sind, sind unter den Top 5 gelandet. Wir haben nicht nur spannende 2- und 3-Kämpfe gesehen, sondern jetzt auch nochmal zum Schluss sehr spannende 4-Kämpfe. Ich für mich kann sagen, als Moderator brauche ich persönlich nicht mehr. Das ist für mich total erfüllend. Ich hoffe auch für die Zuschauer da draußen. Einfach so spannende Renn-Action, 2, 3, 4 Kämpfe zu sehen, Motorsport vom Feinsten. Was will man da noch mehr? Ja, also kann ich mich nur anschließen, das war halt super fein. Auch super kommentiert, muss ich sagen, Philipp. Ich danke dir vielmal jetzt an der Stelle, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du zukünftig dabei bist. Ich finde, wir sind ein tolles Team, wir machen das cool und ich freue mich echt, dass du dabei bist. Also vielen Dank heute auch für deine Hilfe wieder. Ja, dank mir nicht. Ich danke nicht nur dir, sondern auch dem ganzen Couchmasters-Team, dass ich dabei sein durfte, dass ich so aufgenommen worden bin. Das sieht man dann auch mal wieder. Jeder ist recht herzlich willkommen. Jeder, der sich einbringen möchte, darf gerne natürlich Anregungen, Tipps, vielleicht auch Hilfestellungen anbieten. Wir sind gerne aufnahmefähig für neue Ideen, vielleicht auch mal den ein oder anderen Spaß. Auch für Fun-Events, wenn mal die Saison rum ist, nehmen wir gerne an, gehen wir gerne drauf ein. Da seid ihr bei uns definitiv an der richtigen Stelle. Somit auch von mir. Danke an dich, Chris, dass ich mit dir kommentieren darf. Unter deinem Dach im Prinzip. Unter dem Dachstream von SAS Motorblog. Es macht immer herzlich viel Spaß. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen. Und vor allen Dingen freue ich mich, ein bisschen off-topic, auf den BMW 318 E-Cup, der ja demnächst auf dem Hockenheimring stattfindet. Ja, genau.
vom DMV. Also 4.3. bis 6.3., also realer Rennsport am Hockenheimring, ja. Gerade für mich um die Ecke, da werde ich definitiv mal ein Auge drauf werfen. Vielleicht sehen wir uns ja da. Und genau. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir und euch da draußen einen schönen Abend. Ja, also Dankeschön auch nochmal von mir und dir auch noch einen schönen Abend. Jetzt nochmal, wenn ihr mitfahren wollt bei den Couchmasters, dann schaut vorbei auf www.couchmasters.de. Dort findet ihr alle weiterführenden Links, auch zu unserem Instagram-Kanal. Das wäre ganz cool, wenn ihr den abonniert. Da gibt es dann immer die neuesten News. Genauso findet ihr uns in Facebook auf den Fanseiten und die normale Seite. Und ja, nicht vergessen, einschalten. 7.2. geht es weiter mit den PlayStation All-Stars, wenn euch das interessiert. Und nächsten Sonntag wieder mit der Couchmasters PC-Klasse. Ja, jetzt wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Genießt noch den Montagabend. Es geht wieder weiter und wir sehen uns. Bis dahin, ich bin euer Chris. Macht's gut. Thank you.